Ja, Marburg, Ich das ist versuch's auch eine Kaninchen, Ebene. sie Das war schauen die jetzt, mit dem Erzieherin was passiert. sozusagen, ne? Das war eine Erzieherin, das ist ihr Leitfaden, woran sie sich halten soll. Naja, dieser Leitfaden wurde auf jeden Fall geschrieben vom Teufel, Alter, von dem Teufel Ich persönlich, schwör's dir. Boah, ich habe genauso selten wie so was auch Schlimmes Mohammed geschrieben gelesen, hat Bruder. mit Und den Worten Gott. wir reden gerade von einem sogenannten christlichen Land, Bruder, ne? Es Das war ist mal krank, Leute. schon lange nicht mehr. Das Gericht wird auch bald gehalten, Bruder. Das Gericht wird auch bald gehalten. Was meinst du, warum das überschwemmt wird von diesen Islamisten Hat und wieder so? ausgemacht, Nicht Jungs. umsonst. Ja, ist nur noch eine Ja, sie Frage der wollen Zeit. Die ja. Tage sind gezählt. Wir werden alle Zeuge sein. Sie wollen ja Guck mal, normal der hat machen, immer, der hat mit immer Ursache. 9-Jährigen ins Bett zu gehen. Oder das ist krank. Ich will mich verabschieden, Geschwister. Gut, dass ich kurz vielleicht ein Statement sagen konnte. Ne? Also seid nicht Gott segne verschandelt dich, so viel. Gibt Bruder. die Offenbarung Gottes reichlichen Segen euch auch allen. Okay, sei Lasst. gesegnet. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ja, Mann, ich gehe auch pennen jetzt auf jeden Fall. Ja, ich bin gerade eingepennt, einfach eiskalt. Ich höre euch noch ein bisschen zu. Ich höre euch noch ein Bruder, bisschen zu. stell dich so schlafen ins Stream ein, kein Problem. Ja, nee, ja, nee. Nein, Gottes Segen, an aller Ernsthaftigkeit zuletzt, ne? Egal wie Entertainment manchmal das auch ist, es ist ein ernstes Thema. Es geht hier um Leben und Tod. Macht euch, nehmt euch diese Schriften, vergleicht, schaut, wer der ist, schaut, wer unser Herr Jesus Christus ist. Vergleicht wirklich und geht inständig ins Gebet, fragt nach seinem Namen, ruft in seinem Namen und ihr werdet eine Antwort bekommen, hundertprozentig. Das haben wir alle, komischerweise. Amen. Wir alle haben es bekommen. Amen. In diesem Sinne, Amen. Gute Nacht noch. Nacht wird der Gott das Segen dir in deiner Familie. Wieder locker, mein Lieber. Ich habe eben ganz kurz reingeschaut, als du mit den Ali. Gummibärchen wieder am Reden warst. Was mache ich mit der Ali? Ah, oder mit der Abu Sufyan? Bruder, hast du wieder Allah gegessen, Harvard, oder? Bruder, erstmal mit Abu Sufyan, genau, und danach mit Ali. Dieser Ali ist so ein Trickster, Bruder, so ein Trickster, Bruder. Ja, Aber aber wie heißt er warum richtig? bin ich Ali reingegangen? wie? Weißt du, ich habe dann zugehört und so. Aber ja, was soll man machen? Weißt du, da bei der Schwester kann Wel ich. welcher Ali ist Ja. es? Welcher Ali ist es? Ah, Ali. Und ich habe ihn einmal erklärt und bin mit ihm Schritt für Schritt Johannes 10 durchgegangen. Und ja. bei der ersten Stelle, wo Jesus beansprucht und sagt, dass der Vater und ich eins sind und die Juden ihn steinigen wollen, wisst ihr ja, was die Muslime dann immer sagen: Okay, aber lies mal weiter, was sagt er dann? Er erklärt dann, ne, wisst ihr denn nicht, dass geschrieben steht in euren Schriften, wo dann der Jesus Christus den Psalm zitiert und sagt, ich sage euch, ihr seid Söhne Gottes. Ja? Und ganz am Ende, wenn man dann weiterliest, haben die Juden dann nicht gesagt, ah, okay, stimmt, jetzt haben wir es verstanden, sondern sie haben trotzdem immer noch Steine aufgehoben und wollten ihn steinigen. Und als ich das dann ihm Schritt für Schritt erklärt habe, plus ihm noch gesagt habe, dass er in dem Psalm sagt, Gott sagt ja, ich habe gesagt. Und wir glauben ja, dass Jesus der Gott des Alten Testaments ist. Also wenn Jesus sagt, ich habe gesagt, ihr seid Söhne Gottes, dann bestätigt er ja mit der Stelle, dass er Gott ist. Umso mehr. Und danach hat er mich rausgeschmissen, weil er meinte dann, boah, du tust so, als würdest du das besser wissen, Bruder, deine dieser Art Abu gefällt mir Sufyan, nicht. Bruder, dieser Abu Sufyan, guck mal, ich kenne ihn schon seit 2, 3 Jahren circa, ne? Bevor Ja. ihr ihn überhaupt kennt. Ich kenne ihn schon viel länger. Guck mal, dieser Typ, er ist eine sehr ekelhafte Person, also vom Charakter her sehr ekelhaft. Der beleidigt sehr oft jemanden als HS. Mich hat er auch schon sehr oft als HS bezeichnet, warum auch immer. Ich habe ihn noch nicht mal als Arschloch habe ich ihn bezeichnet. Überlegt man gar nichts, ne? Der kommt mit HS. Und wenn jemand Ahnung hat von der Materie, ja, dann ist der für ihn Scheiße, Hetzer, Lügner, der findet dich eklig. Also ist immer das Gleiche. Dieser Abu Sufyan, Bruder, der heißt der Ilir normalerweise, ist ein Albaner. Ne? Der hat null Ahnung, Bruder. Theologisch, egal ob es islamisch oder christlich, der hat null Ahnung. Der liest nur vor, ja, und sagt, hier steht aber so und so, hier steht aber so und so. Er will es gar nicht verstehen.
Er will es gar nicht verstehen. Du glaubst nicht, schon vor Jahren haben wir ihn versucht zu erklären, Bruder, der stellt dieselben Fragen. Immer dieselben Fragen. Dann frage ich mich, nimm das nächste Mal auf, was du sagen willst, und lass abspielen. Weil die Fragen sind immer dieselben. Nächstes Mal einfach mit dem Handy abspielen. Er soll nicht reden. Weil es Wo sind war das immer denn dieselben wieder? Fragen. Auf YouTube? Clubhouse. Clubhouse, Bruder. Wo? Clubhouse, das ist eine App. Das ist so wie TikTok, Bruder, nur ohne Video, also ohne Live, sondern du konntest live sprechen, aber nicht halt so wie jetzt im Live, also so, dass man dich sieht. Also nur so Fotos und live reden. Das ging Wahnsinn, aber Bruder. ab, Bruder. Früher ging es aber ab, Bruder. Das waren auch 500, 600.000 Leute, 2.000 Leute. Also das ist richtig krass gewesen. Und der Das. Typ, wie gesagt, er war damals schon dort. Er war uninteressant, Bruder. Also keiner hat mit ihm richtig debattiert, weil er war uninteressant, er war ein Niemand. Und hier versucht er irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen, weil, wie gesagt, er wird von niemandem ernst genommen. Von seinen eigenen Leuten sogar wird er nicht ernst genommen. Von Das seinen eigenen glaubst Leuten. Das glaube ich dir. Ja, Bruder, der ist, guck mal, der macht nicht mal eigene Streams. Ihn kennt eigentlich keiner. Der war schon damals eine Nullnummer, ja, und jetzt ist er Ja. immer noch eine Null und versucht irgendwie eine vielleicht, ja, eine Eins zu werden oder eine Zwei oder sowas. Aber der ist uninteressant, wie gesagt. Ich nehme ihn gar nicht ernst. Der will es gar nicht verstehen, Bruder. Der sieht sich als Salafist, ja. Als Salafist sieht er sich. Bruder, ich habe heute ist mir wieder einer begegnet. Hast du ihn mitgehört? Hast du ihn mitgehört? Wie Flo, wann war das? Ich bin, nein, draußen, privat, Ich Bruder. Ich bin zum bin Rossmann gegangen und danach geht ja. einer so an mir vorbei und sagt, möge der Fluch Allahs auf dich treffen. War das Ja, heute? der hat mich erkannt. Ja, der hat Dann mich hab ich. erkannt. Ah, weil du hast mir doch gesagt, vor kurzem war doch wieder so ein Fall. Du bist irgendwo gelaufen, hat dich jemand erkannt. Ja, ich kenne dich doch. Hast du doch erzählt. Weißt du noch? Wahnsinn. Ja, Bruder. Aaron, Bruder, ab Und heute heute war musst du nochmal der Visier Fall, machen, oder nur wie? noch mit Maske raus. Oder Und deswegen zeigen wir ja, kein Bruder. Gesicht. Bruder, die Leute haben alle geschaut. Ich habe auch zu dem gesagt, als er dann anfing, habe ich gesagt, du folgst doch einem Pädophilen, habe ich doch gesagt. Ganz einfach. Was hat er gesagt? Und er hat zugegeben, dass Aisha 6 Jahre alt war. Hat er zugegeben. Ja, Alter, wo ist das Problem jetzt? Du sagst doch nur die Bruder, Wahrheit, du beleidigst doch Bruder, keinen. er war richtig verrückt. Der meinte so, du hast 10.000 Dschinns in dir, du Scheitan. Und das ging immer hin und her. Ich zu dem, der zu mir. Dann bin ich weitergegangen, ist der mir gefolgt, Bruder. Bleib doch mal Warum? stehen, ich will mit dir reden, bleib doch mal stehen, der so die ganze Zeit. Ich so, Junge, was willst du Alhamdulillah. von mir? Willst du mit mir kommen? Komm, nimm die Straßenbahn mit mir, weil ich war mit der Straßenbahn unterwegs. Alter, Alter, Ja, Alter. Bruder, Wahnsinn. der ist Ja, richtig was war dein durch. Ziel? Was war sein Ziel? Bruder, der ist ein bisschen Bruder, durch. Das ist so ein die bösen Gefährlicher, Geister sind der. verschwunden. Das ist ein Ah, ich Gefährlicher. glaube, ich. Harut hat das Ich gut weiß, hin, ich der hat weiß, wen den du Heiligen Geist meinst. in sich, der hat ihn gesehen, Bruder, und hat sich auf ihn stützen wollen. Bruder, ich glaube, ich Also weiß, der wen du Herr ist mit meinst. dir, Bruder. Du hast von nichts zu fürchten, Bruder. Steh dein Mann, Bruder. Steh zum Herrn. Bleib bis zum letzten Tag zum Herrn. Und so wird er dich Bruder, dafür bezahlen, Bruder. ich hab zu ihm gesagt, erstens, ich habe zu ihm ganz klar gesagt, als ich ihm ein paar Fragen gestellt habe, habe ich auch zu ihm ganz klar gesagt, du bist ein Munafik, ein Heuchler. Gib das entweder zu, dass das stimmt oder nicht, habe ich zu ihm gesagt. Es war Genau. richtig laut. Es war schon laut, die Leute waren am Gucken. Und danach Krass. hab ich ihn Sindik genannt. Sindik heißt ja. Ja. Dann sagt er, Genau, Sindik. du bist ein Was? Sindik, hat er gesagt. Ne? Sag ich, du bist ein Sindik, sage ich. Du hast Bidda gemacht, sage ich. Du bist ein Genau. Murtad. Ja. Ist abgefahren. Bruder, weil ich habe ihn gefragt, welche Rechtsschule folgst du? Weißt du, was der sagt? Gar keine. Ja, Ich sage, du bist ein Murtad. dann ist er raus. Da ist er Murtad, der ist raus, Bruder. Ja, Murtad. Fertig. Wahnsinn. Ein Christ muss einem Muslim seine Religion erklären. Wahnsinn, oder? Das ist Ja, doch Wahnsinn, ey. das gibt aber auch viele Namenschristen, ne? Denen muss man auch die Religion noch erklären, Bruder. Und ach, Ich möge glaube, das ist Arut, eine jetzt bist du Religion. nicht mehr alleine, jetzt können die mein Gesicht auch sehen. Bruder, Oh, du Wahnsinn. musst sogar heutzutage Leuten, Ab die jetzt dich schick sie zu seit mir, Bruder. Ab jetzt schick sie zu mir, Bruder. Leute, die dich seit 10, 15 Jahren Christ nennen, denen musst Geil, du man sieht ja beibringen, voll dass sie viel. dich, denen musst du beibringen, dass sie dich entschuldigen sollen. Du musst mittlerweile Leuten erklären, dass die sich für etwas entschuldigen sollen, Bruder. Richtig. Ja. Ich Die sagte, wissen Bruder, nicht mehr. ich finde es, wie gesagt, erstaunlich, dass, wie gesagt, wer war das? Alimo, glaube ich. Nee, wer war das letzte, wo gesagt hat, ihr kennt den Islam besser als Muslime? Wer waren das nochmal? Zwei Muslime selbst. Der so, ihr kennt den Islam. Ah, dieser Mansu, Mansu.
den kenne ich ja gut, der kommt manchmal bei uns Ah, rein, was aber. werden? Und der ist auch selber Moslem, der hat gesagt, also ich bin ehrlich zu euch, Leute, ihr kennt den Islam besser als Muslime. Ihr kennt die ganzen Hadithe besser als Muslime. Ihr kennt den Koran besser als Muslime. Jetzt stellt euch mal vor, wir kennen ihre Religion besser als sie selbst. Und dann werden die aggressiv, weil die kennen diese Quellen nicht, Bruder. Oder ertragen sie nicht, dass wir sie aussprechen. Sie kennen sie vielleicht, aber sie ertragen das nicht. Weil du musst überlegen, Bruder, komm, wir haben jetzt 180 Leute, wo zuhören, okay? Und viele von denen, Minimum die Hälfte sind Muslime, Bruder. Nicht nur Atheisten oder Christen, die Hälfte sind Muslime. Das heißt, ihnen tut es sehr, sehr weh, wenn du sagst, ja, Aisha war 6 Jahre. Ja, der steht doch nicht, das sage ich. Mir ist es egal, sie kann auch 2 gewesen sein. Für mich ist es so Pädophilie. Aber es steht bei euch. 6 Jahre mit 6 hat er sie geheiratet, mit 9 hat er ihre Beine breit gemacht. Ganz einfache Sache, Bruder. Ach, Bruder, Er hat sie zerfetzt. Er hat sie zerfetzt mit 9. warte, ich zeige auch mein Gesicht kurz. Warte mal. Wahnsinn, ich verstehe solche Menschen nicht, Bruder. Die fühlen sich nur so angesprochen, so Bruder, gerade, verletzt. guck mal, gerade wo du das gesagt hast, Bruder, gerade wo du das gesagt hast, diese Sache mit 9, gell, ich erinnere mich jetzt gerade, ich habe früher Freunde gehabt, Bruder, wo dann immer gesagt haben, ich schwöre dir, das waren überwiegend Paie, gell? MI89 ist alles dehnbar. Das war so ein Spruch von denen, Bruder. Genau dieser Spruch. Weißt du, jetzt, wenn ich drüber nachdenke, jetzt ergibt das auch alles so Sinn für mich, Bruder. Bruder, Warum die das. weißt du, wie ehrlich sie zu dir alleine sind? Wenn die mit einem alleine sind, weißt du, wie offen die sind? Weißt du, was die mir schon ins Gesicht gesagt haben? Ja, Ja, Bruder, das hallo. ist normal. Wenn der Islam, wenn der Koran steht, eine Frau ist ab ihrer Pubertät erwachsen, dann ist das so, Wallah. Und so. Aber hier in der Öffentlichkeit, Bruder, die heucheln. Wie dieser letztens, ich war bei Mensa im Stream. Da war dieser, der nennt sich Alhamdulillah, ne? Dieser, so ein Marokkaner war das. Oder da sagt so, ja, du und Harut, ihr seid so eklig, ihr lässt jemanden aussprechen, ihr seid die ekelhaftesten, bla bla bla, Bruder, ne? Und dann sage ich, okay, dann frage ich dich jetzt mal was. Sagt er, ja, ich so, du bist doch ein Muslim. Sagt er, Alhamdulillah, sage ich, alles klar. Findest du es normal, dass die Mutter der Gläubigen, Al-Mu'minin, wie er sie nennt, ja, 6 Jahre alt war und mit 9 hat er sie zerfetzt. Pass auf, was du sagst. Ich so, er hat sie mit 9 zerfetzt. Nennst du das normales Geschlechtsverkehr, normales Geschlechtsverkehr? Sagt er, ja. Sag ich, bist du verrückt? Er hat sie zerfetzt. Genauso Bist du ein verrückt Pädophiler. endlich? Das ist Pädophilie, er hat sie zerfetzt. Wenn du eine Schwester hast, ich habe Gott bewahre, wenn du eine Schwester hast, in dem Alter kommt ein über 50-Jähriger, ist es okay? Er schläft ja nur mit ihr, oder? Er schläft ja nur. Es ist nur Sex, gell? Nur Sex. Bruder, das ist, weißt du, was es ist? Kinderschänder ist es. Das ist ein Kinderschänder. Ganz Nicht einfach, nur Bruder. Pädophilie. Das ist ein Bruder, sie hat mit Kinderschänder. Puppen gespielt. Sie hat mit Puppen gespielt. Ja, Sie hat gekaukelt. das habe ich ihm vorgelesen, Bruder. Der hat so Bruder, wer ist der? geheuchelt. Bruder, wer ist der ehrlichste Moslem der Öffentlichkeit? Joker. Der Ehrlichste? Der ehrlichste Moslem in der Öffentlichkeit, was das Thema Kinder betrifft, so Pädophilie. Also der Ehrlichste, wo ich kenne, Bruder, jetzt sage ich mal jetzt von YouTube und so. Der aus England, oder? Diese. Eher im Ausland, Bruder. Im Ausland denke ich ehrlicher als in Deutschland. Ich merke selber, in England, in Wir Amerika, haben sind in jetzt nochmal. Deutschland, Bruder, wir haben auch in Deutschland einen, Bruder. Wir haben auch in Deutschland einen. Der ist richtig ehrlich. Der hat das ganz offiziell gemacht. Der, wo bei Ami im Stream war, ja. Dieser Salafist, Nein, aber der Bruder, ist ich jetzt. rede von Sinanji. Ich rede von Sinanji, dieser Pädophile. Ah, ja, der ist ehrlich. Sinanji, stimmt. Stimmt. Der ist auch Moslem, Bruder. Ja. Stimmt, Gehe die der ist ganze ja Zeit bei ehrlich. Handy, ich gehe die ganze Zeit bei Handy und so in die Chats, in die Streams rein. Ich Ja, schreibe die ganze Zeit in die Kommentare. Was hat Sinanji für Religion, Bruder? ja. Bruder, Ging nicht ja, von Sinanji auch mal dieses Gerücht rum, dass er irgendwas mit Minderjährigen hatte? Ja, zweijährig, ja, Das zweijährig. ist kein Gerücht, das ist jetzt bewiesen worden. Es gibt jetzt Tonaufnahmen von der Forensik und so. Und das ist Ja. alles, das ist bestätigt worden. Das ist safe. Der ist doch jetzt Er macht abgehauen. dir nur Der ist das, was der runtergetaucht. Prophet gemacht hat. Bruder, hör auf, das kann man nicht übersetzen. Hör auf, das kann man nicht übersetzen. Bruder. Stimmt, das kann man nicht, die Aufnahme kann man nicht übersetzen, Bruder. Ist zwar auf Deutsch, aber ja, Guck mal wir jetzt, brauchen nicht Bruder, das guck mal Kind. jetzt in den Kommentaren. Guck mal in den Kommentaren, jetzt schreiben die Sinanji ist Schia. Bruder, er ist in erster Ja. Linie Muslim. Er sagt immer Alhamdulillah Muslim. Fertig. In erster Linie Muslim. Spielt keine Rolle, ob Sunni oder Schia. Für Bruder, beide er ist hat der nur das Prophet gemacht. Mohammed das Vorbild gewesen. Er hat nur Und das selber gemacht, was der Gott, Prophet stimmt. gemacht Der hat. selbe Gott, Allah, Richtig. Ja, Bruder, also wirklich. Das ist, wie gesagt, es ist aber. Guck mal, wie die alle schreiben, ey Schia, ey Schia. Leute, habt ihr mal gemerkt, was aktuell ein bisschen so Mode ist bei denen, so, ich sag mal, die paar Gummibären, die das machen? Die zeigen seit Wochen,
zeigen die, und das machen jetzt vermehrt Leute in ihren Streams, die reden ja auch gar nicht mehr über den Koran. Die denken sich, ah, okay, die Christen reden über den Koran. Ja, Ja? Das genau. heißt, die werden hier schon mal aufgeklärt. Ja? Genau. Die zeigen einfach, guck mal, die sagen, Christen, kommt hoch, lasst uns debattieren, zeigen aber die ganze Zeit vom Alten Testament Verse. Ja. Was hat ein Christ damit zu tun? Lebt er nach dem Alten Testament? Null. Aber weißt du, warum die das machen? Bruder, dann letztens war ein Bruder, ich will nicht sagen wer, ist egal, der war bei denen in den Stream, ne? Die zeigen ihn Rabbiner, sie quasi den Alten Testament erklären, kommentieren, und das mit Rebecca, dass sie drei Jahre alt war, ne? Junge, wie kommst du auf den Rabbiner? Der interessiert uns doch gar nicht. Fake-Rabbiner, Bruder. Fake-Arabi, das ist das Schlimme daran. Stell dir mal vor, Haro, du redest mit jemandem über irgendeine Sache, der sagt, ja, der hinduistische Gelehrte hat aber gesagt, so und so ist die Bibel. Willst du mich verarschen oder was? Das Bruder. interessiert mich, wie er es auslegt. Hier war auch eben wieder so ein Fake-Kommentar ganz am Anfang. Ja. Danke, Armut. Durch deinen Stream habe ich wieder zum Islam gefunden. Ne? So ein So. Lügner. Also So mancher, ein Bruder, Lügner. stell dir mal vor, das ist genau dasselbe. Stell dir mal vor, dieser Carsten Stahl, der so gegen gerechterweise gegen Kinder und das Vergewaltigungen und sowas aufklärt. Ne? Stell dir vor, der macht einen Stream hier, klärt jeden Tag auf, dass das falsch ist, zeigt Presseartikel jeden Tag und sagt immer, das ist falsch. Ist ja auch richtig. Und dann kommt einfach nach ein paar Wochen jemand unten und sagt, danke, Carsten Stahl, durch dich bin ich wieder zum Pädophilen geworden. Genau, ja, richtig. Das ist ein gutes Beispiel, Bruder. Jetzt stell dir mal vor, wie würde sich das anhören, Bruder? Wie würde sich das anhören? Ja, danke, Carsten Stahl, durch dich bin ich wieder Pädophilie geworden. Danke, Alhamdulillah. Krank, Bruder. So unlogisch. Durch dich bin ich wieder zum Islam. Was laberst du? Also bist du dafür, dass man eine Sechsjährige heiraten darf? Also findest du es gut, hättest du Muslim gesagt. Also findest du es gut? Okay, gut, dann bleib beim Islam. Ganz einfach. Dann hat Harut dir quasi, egal was Harut oder ich dir erklärt haben, dass dein Prophet ein Pädophiler ist oder ein Kinderschänder, und dann, wenn du sagst, du hast jetzt erst recht zum Islam gefunden, dann bist du selber mitverantwortlich und und dann tust du quasi Pädophilie noch verharmlosen, definitiv. Sogar gutheißen. Er tut Pädophilie gutheißen, Bruder. Wenn er sagt, jetzt bin ich erst recht Muslim, dann finde ich, sollte man sowas normalerweise, Bruder, Du verfolgen hast und anzeigen. Schon richtig, mal auf jeden eine Fall. Frage, Bruder Abu Ganja. Weißt du, wie alt die älteste Tora ist, also die älteste Bibel der Juden ist? Die älteste Bibel der Juden, also das alte, die Tora, meinst du? Ja, das Alte Testament nur im Endeffekt. Ja, wie alt sie ist, oder die älteste Version? Was sie momentan besitzen. Ich glaube, das sind die Qumran-Rollen. Würde ich jetzt mal sagen, oder? Ich glaube auch. Ich glaube, die Qumran-Rollen, weil die sind ja für sie und für uns, Und ist ja die, beides gleich. ja, okay, die, nein, die Qumran-Rollen Also haben ja die im Endeffekt, älteste ist da nein, wie heißt das, die griechische Septuaginta. Übersetzung, oder? Das ist das, was übergeblieben ist. Wie heißt das? Jetzt habe ich Die vergessen. Septuaginta, die Septuaginta, meinst du? Septuaginta, ja, oder nicht? Muss Ja, das das weiß ich abwarten. auch nicht, Bruder. Ich muss noch mal lesen. Also ich weiß nur die Qumran, aber Soweit ich Septuaginta weiß, vielleicht aber ich älter. habe Ja. Septuaginta ist es, glaube ich, aber die Qumran-Rollen bestätigen ja im Endeffekt nur diesen Text. Ja, die sind aber auch alt, aber wie gesagt, boah, weiß ich jetzt nicht, Bruder. Jetzt fragst du mich was. Keine Auch Ahnung. 300, beides ungefähr um 300 vor Christus, also. Naja. Kann sein, Bruder, Ah, jetzt, ja. was ich letztens noch, wisst ihr noch diese kleine Debatte, wo es darum ging, wo Muslime sagen, ja, warum hat der Herr Jesus Christus bei der Fußwäsche von den Jüngern, warum Ja. war der nackt? Sagen die doch, ne? Ja, angeblich, ja. Im griechischen Urtext steht, dass er sich sein Himatio ausgezogen hat. Himatio. Und Himatio bedeutet ganz klar Obergewand. Also nur sein Ja, Obergewand. ja. Himatio. Wenn du Himatio eingibst, Himatio, Ja. jeder Grieche weiß das. Das ist nur Oder ein ich Himmelsschutz. Bruder, das Hört sich jetzt Problem so ist, lateinisch an, und Bruder. daraus, und was haben die daraus gemacht? Nackt. Daraus haben die nackt gemacht, ja? Bruder, genauso wie bei der Ölsalbung,
wo sie das Öl über sein Haupt gegossen hat, da steht ja ganz klar Haupt. Damit ist der Kopf gemeint. Und dann fließt ja das Öl sozusagen über den ganzen Körper. Ja? Gut, im Chat schreibt jemand, ihr habt kein Wissen. Ja, natürlich. Keiner hat Ahnung, nur die haben Ahnung, genau. Ah, das ist dieser FLS, der verfolgt uns auch schon seit mit seinem Fake-Bild von Markus Brühl. Kommt hoch, ihr lieben Muslime. Wir wollen mit euch reden in Ruhe. Wenn ihr euch traut, wir haben hier heute haben wir volle Ausstattung. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das ist ein Schöffengericht heute. Ja, ich reinkomme, Bruder. Sobald einer reinkommt und das debattieren will, ich gehe gerne raus. Ganz Ey, Bruder, weißt du, wen ich mir jetzt hier heute wünschen würde? Kennst du diesen Joker? Er nennt sich Joker. Joker, er Ja, hat, die ich habe ihn gesehen Transe. in einem Live, der hatte dein Bild als Hintergrund da, dein Bild Ja, und noch von zwei der ist anderen. besessen, der ist besessen. Der ist richtig besessen, Alter. Ich bin da reingegangen, ich habe versucht, rational mit ihm zu reden. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich auch. Also, mit Ich ihm kann man auch. keine Gespräche führen. Der verdreht dir die Worte im Mund. Also, man muss sagen, Die er ist Schwester. wortgewandt. Er ist wortgewandt. Wir haben ihn Ne? mehrmals aufgefordert, hochzukommen. Der war schon hier im Spiel, aber der wollte nicht mit uns reden. Ich habe gesagt, komm doch hoch, Joker. Die Weisheit Lass der uns Menschen. reden. Oder der hat Angst vor mir und Harold hat Angst, weil er weiß ganz genau, seine Spielchen, die er mit anderen macht, funktionieren hier gar nicht. Hier ist Feierabend, weißt du? Bruder, Ich weiß nicht, warum er so einen Hass in sich trägt. Also. An dem Das soll noch Tag, kommen, Bruder. an Ja. dem Tag, wo er unten die ganze Zeit geschrieben hat und danach kurz zurückgekommen ist und gesagt hat, ja, ich bin da, komm hoch. Das hat Er hat aufgenommen, ich sich hab's gesehen. selber aufgenommen, sich Ich hab's selbst. gesehen, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Wie lächerlich, wie lächerlich. Bruder, der hat irgendeine Störung, wirklich. Der hat irgendeine Störung. Ich glaube, seit Ich bin dieser. letztens auch zu dem hochgegangen, Mann. Der hat irgendwas gelabert. Da meinte ich zu dem ganz normal, ganz in Ruhe. Ich meinte, ey, wenn du die Wahrheit wissen willst und so, dann können wir das ganz sachlich, ganz konkret einmal durchgehen und dann wirst du es schon verstehen, wenn Gott will. Schalte dein Herz an und so weiter. Der hat mich nicht mal zum Punkt reden lassen, kommen lassen, so zum Punkt. Und dann auf jeden Fall habe ich ihn dann versucht, etwas zu klären. Währenddessen mutet er mich einfach Ja, und legt mir Lügen einfach in den Mund. Ja, der glaubt da dran nicht, hat er gesagt. Wer redet Und Bruder? Bruder, guck dann mal, wirft was er viele mich Christen runter, sagt er, mit denen brauchen wir gar nicht erst anfangen zu reden und so. Die Bruder, aber Wahrheit ihr ist macht einen ein Fehler. Lügner und so. Bruder, aber ihr Digga, macht einen Fehler. So Guck mal, eine ihr redet mit verlorene jemandem. Seele. Bruder, aber ihr macht einen Fehler. Guck mal, ihr redet mit einer Person, die keine Ahnung hat. Er kennt sich mit Schminke vielleicht aus, mit Fußnägeln und mit Maniküre und so. Mit sowas kennt er sich aus, ja, richtig. Mit Glätteisen und so, wie man sie glättet, Dauerwelt Ja, Bruder. und mit Kajal, wie sein Prophet, Ivo Kajal in den Augen ist, ja, ich sehe ja Sunder, ne? Das wisst ihr. Mit sowas kennt er sich aus, kein Problem, absolut. Aber mit Theologie, Bruder, ich Bruder, ich wollte ihm würde einfach nur die niemals. Liebe zeigen, ne? Und wollte eigentlich Ja. das nur ganz kurz so bestätigen, so wie ich das kenne, so wie ich das, wie der Herr Jesus mir das beigebracht hat, Ja, zu klar, verstehen aber gegeben hat. Und auf jeden du Fall hast es hat er nur gut mich nicht gemeint, ich einmal weiß. zum Wort kommen lassen. Genau, ich habe das ehrlich so gut in Worte gefasst, wie man das nur in Worte fassen kann. Währenddessen unterbricht er mich einfach und wirft mich raus. Bruder, du meinst es nur gut, ich weiß, das ist nur gut gemeint, Bruder. Aber guck mal, ich habe diese Menschen schon längst entlarvt. Deswegen würde ich niemals mit ihm sowieso nicht. Mit ihm sowieso nicht, Bruder. Und mit dieser Ja, Bruder. Gummibärchenbande würde ich auch nicht reden, Bruder, weil Ganz die die sind ein Leidenschaft des Herrn, Bruder, stummen die in mein Beleidigenden, das Herzen ist ist, Bruder. Die unseriös. hat mich einfach da hochgebracht, weißt du, ich meine. So, im Endeffekt habe ich mir, das steht ja auch in der Bibel geschrieben, wenn ein Weiser, ich will mich nicht erhöhen oder so, Gott sei die Ehre, warum ich heute weise bin, aber was ich sagen will, wenn ein Weiser also einen Weisen belehren will, dann lernt der andere Weise etwas dazu. Aber wenn ein Weiser etwas einem Toren beibringen will, also einem Törichten, dann holt er sich nur Schmach. Oder wenn du einen Weisen ermahnst, wird er dich dafür lieben. Wenn du einen Törichten, also einen Ja. Frechen ermahnst, er wird dich hassen, Bruder. Ja, Sobald du Bruder, mehr Salomos bist, wenn du einen Sprüche. ermahnst. Genau, wenn du einen ermahnst, Bruder, dann ganz holt er kurz. dich an. Wer spricht jetzt, die Wahrheit oder Gregor? Ich, die Wahrheit. Wahrheit, Ja, weil Bruder. man sieht sich bei dir. Keine Ahnung, warum man dich sieht. Ach, kein Problem, das blinkt nicht. Auch bei Wieder heute, ja, der Bruder war heute. Weil ich glaube, da waren drei drinnen und der Host. Ja?
Und Ja. es haben sich zwei, drei gemeldet, damit das so ein bisschen gerecht wird von den Geschwistern. Ich habe auch eine Anfrage geschickt. Und dann meinte er als Ausrede, ja, meinte er, damit er dann keinen hochholt, meinte er dann, ja, guck mal, sobald einer hier da ist, kommen sie wie die Ratten hoch. Das heißt, alleine traut sich keiner Ja. hochzukommen. Was hat das damit zu tun? Ja, Ja, ehrlich. wenn ein Bruder debattiert, ja, dann ist das gerecht, dass einer nochmal hochkommt. So ist das überall. Ja. Bruder, ich war letztens bei Hamdi drinne, da waren fünf Muslime und ich alleine. Aber Bruder, also ich bin nie alleine, weil Gott ist immer mit mir, weißt du, was ich meine? Deswegen mir ist komplett egal. So, Genau. die ganze Welt kann gegen mich sein, wenn Gott mit mir ist, wer kann mir was anhaben? Aber so, ganz kurz mal so, danach, Bruder, ich gehe raus, so, ich war richtig zufrieden rausgegangen. Ich habe denen sogar gezeigt, dass die ungerecht sind, dass sie ungerecht an mir handeln, dass sie böse im Herzen sind. Hamdi hat sogar gesagt, er hat recht, seid respektvoll zu ihm und so. Er war nicht einmal respektlos, dies, das, Ja, das ist ein jenes. Heuchler, Bruder. Das tut ein bisschen Ich weiß, hör zu, Schauspieler Bruder, und so. aber Das ist ein bisschen, hör zu, Bruder. Danach ich gehe ja. raus, auf einmal, ich kriege eine Nachricht von einem Bruder. Ein Bruder schreibt mir einfach, ich kannte diesen noch nicht mal. Er schreibt mir, Ja. Bruder, man merkt, ich hab durchs Telefon habe ich den Heiligen Geist in dir gemerkt, Bruder. Du alleine mit Gott gegen die fünf, du warst wie ein Löwe und so, hat er mir geschrieben, ne? Mann. Bruder, ich habe mich so gefreut Bruder, innerlich, Bruder, jeder aber. Christ, Bruderherz, jeder Christ, der mit dem Auto, Heiligen Bruder. Geist wandelt, ist ein Löwe, Bruder. Jeder Boah, danke. Ist so, Christ. Bruder, ist so. Ist so. Ja. Und Abu Vegeta, Abu Stufe für Vegeta ist dich auch ist ein bei Gott. Löwe. Die Bibeltreuen, Bruder, die Bibeltreuen, die haben mich verstanden, weißt du, ich meine, die wussten, dass ich aus der Ashhadu Liebe spreche und so weiter, Bruder. Abu Und die hatten einfach nichts vorzubringen. Shalom Aleichem, Abu Madin, sei gegrüßt, Bruder, Gottes Segen sei mit dir. Warte, 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 Shalom warte, Aleichem, Abu Madin. warte. Warte. Gleich, gleich kein Allahu Atem mehr. Akbar. Warte, wir kurz ein bisschen. Der Tekbir. Kater, Alter, mein Gott. Allahu Akbar. Tekbir. Lach mal, Lada. Ein Gott außer Allah. Und Mohammed ist ein Messenger of Allah. The last Messenger of the Aber Margin, universe. hör auf, sonst hole ich gleich Freezer, ha. Hör jetzt auf. Margin, warum versteckst du dein Gesicht? Kurze Frage, Abu Bruder, ich Majid. verstecke mein Bitte Gesicht nicht. erklär Ich bin uns, wer bereit für ist Allah? Dschihad. Wer will Dschihad Abu machen? Majid, Wer will Dschihad nicht machen? so. Warte kurz, Ich will warte kämpfen. kurz. Wer ist Allah? Ich will Wer ist Allah? kämpfen. Kannst du uns erklären, wer Allah ist? Soll ich dir erklären, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt? Allah sagt im Koran: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ Antworte ihn يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا jetzt. Abu تَعْتَدُوا Majid, antworte ihn. Hallo, Warum rappst du hallo. gerade? Wir reden Deutsch hier Tötet gerade. uns, wieso rappst Allahs du gerade? Will. Abu Hallo, Majid, wieso rappst du? darf ich Antwort dir ihn eine doch. Frage Abu, gestellt? frag ihn doch kurz. Ich habe dir eine Frage Ich gestellt. habe so viel Wer Energie, ist Allah? Alhamdulillah. Ich habe so viel Power, Alhamdulillah. Ich kann es mit jedem Ja, antworte doch. Ja, gib deine Power, Hast du gerade Nase gezogen oder was? Guck mal, kaum ist Abu Majin ja schon, ist Hamdi da, Bruder. Der kommt jetzt auch hoch. Gleich kommt Der Hamdi zieht wieder. gleich seine Ohren lang. Der zieht gleich seine Ohren lang. Genau. Entschuldigung, Entschuldigung, schnell. Abu Maji, Abu Islam ist die Maji, wie Wahrheit, meine geht da? Lieben. Hamdi hat gestern, denke ich, extra ein Live für dich gemacht. Ganz groß, Islam Abu ist die Maji, wie Wahrheit, meine geht da? Lieben. Und du sagst, Allah nein, und Gott, ich gehe nicht mehr zu den Kuffar. Ihr seid die Und größte jetzt bist du hier. Du hast so volle Panik. Nein, ich gehe nicht mehr. Und er hat. Warum ist er weg? Der ist abgehauen. Krass, ey. Warum, Bruder? Aber er hat doch auf jeden Fall Energie, Bruder. Bruder, weißt Haben du, wir wo es die Energie wieder kommt? Soll ich euch was sagen? Er Ganz sagt, kurz. Weißt du, er will woher Dschihad er die machen, er Energie hat hat? Lust zu kämpfen. Leute, die Energie hat er vom Satan. Ja, der Satan ist auch mächtig. Er hat es vom Satan, Bruder. Natürlich. Er hat es vom Satan. Das ist das Problem. Er ist der Fürst Satanische dieser Welt. Mächte. Und Natürlich, Gott Bruder. Satanische dieser Welt. Energie hat er. Ja, Amen. Im Namen Jesu Und sowas Christi müssen wir will er die bekämpfen. Sünde bereinigen. Aber gestern war er wirklich da bei Hamdi, hat er gesagt, nein, ich gehe nicht mehr. Und Hamdi so, doch, Weiß. nein, Ja. habt ihr gehört. Aber Jungs, So ich muss eins sagen, einfach. ja, also zu mir ist der immer irgendwie korrekt. Oder das ist ein, wie soll ich das sagen, kommt immer drauf an, welche Substanzen er an dem Tag genommen hat. Das kommt immer drauf an, wie gesagt. Ja, aber zu mir, Bruder, ist zu mir egal, was er genommen hat oder was er nimmt. Zu mir ist er irgendwie immer korrekt. Bruder, Geist, Ja, pass auf. da muss er mit jemandem mal gut sein, damit er hochkommt, Bruder. Er muss mit jemandem mal gut Weißt sein. du noch die Zeiten, wo er immer gesagt hat, ich rede nicht mit dir, ich rede nicht mit dir, ich rede mit Bruder Harun, ich rede nicht mit Heuchlern, ich habe nicht mit dir, ich rede mit Bruder Harun. Danach
Wenn er diesen Punkt überschritten hat einmal und keine Lust hat, was macht er dann, wenn er nicht mehr antworten kann und antworten will? Dann ruft er direkt ab die Kasse, ne? Er macht dann Pause, ja? Und danach muss Abu Qasim für ihn arbeiten. Also du meinst Hamdi? Ja, Bruder. Ja, ich hab gerade gedacht, du redest auch von Vegeta, aber du redest ja von Hamdi. Ja, Bruder, Hamdi ist so, ist normal. Ist normal. Hamdi ruft dann seine Gummibärbande, der gibt dir ein bisschen Gummibärsaft, ja? Und dann yalla. Und er ruft sich aus, wie du sagst. Der ist erstmal ganz ruhig, der beantwortet Fragen. Der geht auch darauf ein. Ich habe das auch bei Vida Loca letztens gesehen, deswegen ist mir das wieder eingefallen. Er hat ihm halt diese Schrift gezeigt, diese altarabische Schrift zum Lesen. Hat ganz normal gefragt, dass er das einfach mal lesen soll. Ja? Und danach hat Abu Qasim, in ihm ist ja dieser Dämon angegangen, dass er jetzt seinem Meister helfen soll. Richtig. Ist dann hochgekommen? Bruder, du siehst ja gar nichts dann. Ist der Wahnsinn. Aber gestern habe ich gesehen, wer dabei war, dass Hamdi ein Lügner ist. Er hat gesagt, er kann lesen und den Ziffern. Und der Kanzler hat gefragt, wo steht das, wo steht das? Ich habe gesagt, sage ich nicht, das tust du übersetzen. Genau. Kommt er nicht übersetzen. Er hat das nicht übersetzt. Kann er auch nicht. So, ja, Lügner. Ich habe eine Leute. Frage bezüglich einer Bibel. Ich habe eine neue Bibel geschenkt bekommen. Und das ist eine... Da steht neue Lutherbibel, FC Thompson Studienausgabe. Vorwort zur neuen Lutherbibel. Die neue Lutherbibel ist eine sprachliche Überarbeitung der Lutherbibel von 1912. Veraltete Begriffe und Ausdrucksweisen wurden dem gegenwärtigen Sprachgebrauch angepasst. Das Ziel war, möglichst nah am Urtext zu bleiben, die kraftvolle Sprache Luthers wirken zu lassen und doch eine gut verständliche, in unserer Zeit sprechende Übersetzung zu schaffen. Ich mache hier mal einfach kurz Pause. Kann man die so nehmen? Ja, weil das ist Studienausgabe von F.C. Thompson oder so. Da drin sind Anmerkungen und Notizen, eine Einleitung, Porträts, archäologische Angaben, 124 Thementafeln, Themenketten, zahlreiche Studienhilfen, umfangreiche Zeittafeln, eine Konkordanz mit über 26.000 Einträgern, 12-farbige Landkarten. Oder willst du studieren oder willst du die Bibel lesen? Nee, Bruder, die Bibel ist gut, sag ich mal, für Anfänger. Das ist keine schlechte Bibel auf jeden Fall. Ja, zum Beispiel, ich habe hier auch ein riesengroßes Themenverzeichnis, ne? Und wenn ich jetzt irgendeinen Begriff habe oder so, und ich den dann hier drin finde, also such zum Beispiel Bezeba, die Stadt, die wird in 2. Samuel 11, Vers 3 zum Beispiel, da wird was gesagt, weißt du? Ich habe ja die ganzen Themen-Dings und sozusagen, ich weiß dann über dieses eine Thema, wo die komplette Bibel darüber was sagt. Dafür ist das gut, checkst du? Dafür benutze ich das. Aber sonst eigentlich lese ich nur Schlachter. Schlachter 2000. Wie findest du die Einheitsübersetzung, Harut? Oder Harut, die Einheitsübersetzung? Und Elberfelder. Ich lese nur Schlachter eigentlich. Wie findest du die Einheitsübersetzung? Ja, habe ich noch nicht gelesen, ehrlich gesagt. Okay. Jemand von euch auch die Bibel-App? Ha, Bruder? Nutzt jemand von euch auch die Bibel-App? Weil ich finde das ganz interessant. Da gibt es ja sehr viele unterschiedliche Bibeln. Und ich mag es dann zum Beispiel drin, ich lese auch gerne in der Schlachter 2000, aber manchmal wird es dann nicht ganz klar beim ersten Mal und dann schaue ich auch gerne in die Elberfelder rein und dann kann ich auch in die neue Lutherische und auch in die alte und auch in Sprache und sowas gucken und dadurch wird einem nochmal ganz klar, dann, wenn du in mehreren unterschiedlichen Bibeln gleichzeitig, sag ich mal, denselben Vers nochmal lesen kannst. Guckt, Freunde, das ist diese neue, die ich gekriegt habe. Könnt ihr das sehen ein bisschen so? Mit Leder. Kannst du die mal groß machen? Die ist schon schick, yo. Guck mal hier mit Dings. Alle Themen und so. Warte, dann ich mach gleich zum Schluss habe ich so, da steht Anhang. Kann das ja mal aufmachen. Themenverzeichnis. Dann haben wir so Themenverzeichnis zu allem. Ja, Bruder, das ist doch eine Studienbibel, oder?
Ja, ich habe die in der Elbenfelder, also da ist auch alles Mögliche noch drin. Darum, das sind ja die Studienbibeln, die sind ja ein bisschen ausführlicher als normale. Guck mal, aber hier, ewiges halt Feuer. Eher beim Studieren, weißt du, ich meine so. Genau, aber das ist trotzdem auch für mich gut, Bruder, wo ich einfach nur so Kind Gottes bin, Bruder, weil so verstehe ich das alles viel, viel, viel besser, weil ich habe dann zum Beispiel, wenn es um das ewige Reich geht, habe ich jede Stelle, Bruder. Oder ewiges Leben, dann lese ich da, Bruder, jede Stelle. Sogar aus Alte Testament. Ja, das ist ein ewiges Thema, kannst du nachschlagen, das ist echt wertvoll gemacht. Und guck mal, wie viele Jungs, das ist immer noch ja. G. Das ist zu viel. Guck mal, welche Seite. Warte. Hier haben wir noch Dings. So Landkarten, wie das damals aussieht. Das war der Weg sozusagen aus Ägypten und so weiter. Hier. Von da. Von Ägypten. Von Ramses. Da, dann hier 40 Jahre irgendwann hier dann durch diese Wüste im Kreis gelaufen, weil Moses und seine Geschwister nicht ins verheißene Land gekommen sind, dann Josua reingelaufen. Also deine ist auf jeden Fall nochmal ein bisschen ausführlicher als die, die ich habe. Du hast halt noch diese ganzen Aufklärungen und sowas da mit drin, oder? Ja, das war das zum Beispiel aus circa 922. Das war die Zeit zum Beispiel, wo vor Christus war, weißt du? Da sah das so aus, sozusagen. Da tat die Israel so aus. Kannst du mal die Vorderseite zeigen vom Buch? Was steht denn da drauf? Warte mal. Neue Lutherbibel. B, C, was ist die Tom Studienausgabe, ja. Ah. Studienausgabe. Ah, ich hab das irgendwo mal gesehen. Kennst du die Harut, Bruder? Ja, die kenne ich, Bruder. Thompson, Studienbibel. Okay, und jetzt ehrliche Antwort, wer von euch liest die apostolischen Kirchenväter? Ich, Bruder, ich. Bruder, ich bestell sie jetzt demnächst auch. Ohne Scheiß. Nico, hast du welche, oder wie? Ich hab, Bruder, 5 Bücher. Ich kann dir schicken, PDFs. Und PDFs? Ehrlich? Oh, kann ja. Ah, ja, ich kann den PDF schicken, aber kann ja. Okay, ja, später machen wir. Ja, ich habe sogar Deutsch, Bruder. Bruder, ich muss mal alles in meinem Laptop, alles chronologisch, bei mir ist alles durcheinander, Bruder Haro. Ich habe nur Apps, Bücher von alles auf Roger Handy. Libby, also. Ey, apropos, Roger Libby, Bruder Haro? Ja, Bruder. Ganz ehrlich, fandst du den Stream nicht ein bisschen zu lang, 4 Stunden? Extrem lang. Dann als das anfing, die erste Runde habe ich auch schon so nach 15 oder nach 25 Minuten habe ich, glaube ich, weggeschalten, weil das war zu langweilig. Ich auch. Ist nicht böse gemeint. Ich fand das Thema einer der wichtigsten Themen überhaupt, ja. Aber ich habe nach 15, auch 20 Minuten habe ich weggeschaltet. Boah, ist mir zu lang, Bruder. Also, boah, ist anstrengend, Bruder. Ich bin ehrlich, zu lang. Zieht euch das mal rein. Die 7 Gemeinden der Offenbarung, hier zum Beispiel Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Und dann, wo darüber gesprochen wird. Ausführlich, Bruder. Ausführlicher geht's gar nicht. Guck mal, ganz kurz, weil die Muslime im Chat immer so witzig sind und sagen, wie viele Bibeln gibt es denn? Die wichtigsten Bibel. Prophezeiungen über Jesus Christus und ihre Erfüllungen. Es gibt auf jeden Fall eine Bibel und viele Übersetzungen. Genauso wie es im Koran viele Übersetzungen gibt, aber es gibt auch 41 arabische Übersetzungen. Bruder, wir haben, Bruder Harut, wann war das? War das heute Morgen oder war das gestern, wo der Rob uns gezeigt hat, dass es sogar einen Koran gibt mit 2 Bruder? Ja, Bruder, es gibt mittlerweile über 37 verschiedene Korane. Ja. Ich habe eine Liste mit einem. Und der hat ganz klar, das war heute, Bruder, der hat, war das nicht heute, wo er gezeigt hat, dass es einen Koran gibt von diesem Kanadier, der in der Moschee erstochen wurde. Das war nur ein Koranit. Heute Morgen war das, Bruder. Der hat dann gezeigt, dass den Koran, den er sozusagen gelesen hat und hervorgebracht hat, der hatte in der
was war das? Sure 9? War das, oder irgendeine Sure? Waren das nur 126 Verse? Oder ne, 124 statt 126. Das heißt, zwei Verse hat er rausgenommen. Und der meinte auch, dass er dieser Prophet ist, von dem Allah spricht. Und deswegen haben die Salafisten dann ihn abgestorben. Und du darfst ja im Islam da Sachen dazufügen oder wegnehmen, wenn das gut ist für den Islam, ja? Das war ja auch irgendwie bei den Israelern. Das heißt, die dürfen den Koran sogar umschreiben, wenn das ein Vorteil ist für den Islam. Genau, Bruder. Ja, so ist das. Ich hoffe, wir finden heute ein Thema, wo jemand durchkommen will. Wen haben wir denn anders? Ein Thema. Gerne. Da die. Bruder, was ist ein Thema, Bruder Harut? Sag mal, was für ein Thema? Mir egal, wir können Schöpfungsgeschichte machen. 7 Tage, 8 Tage, 6 Tage. Können wir machen, Bruder. Oder moralisches Beispiel. Moralisches Beispiel. Moralisches Beispiel? Können wir auch machen. Moralisches Beispiel, Mohammed. Ja, das hört sich gut an, Bruder. Ich glaube, das würde viele ansprechen. Vor allem auch so ahnungslose Muslime, wo sich dafür interessieren, ob der wirklich der beste Mensch ist. Das wäre auch. Oder Vergleich zwischen Jesus und Mohammed. Oder das kann man nicht vergleichen. Genau, das ist das Problem. Wir können ihn höchstens, ja, höchstens. Aber die sagen doch, dass er der beste Mensch der Welt ist, der jemals gelebt hat. Und damit sagt dann auch der Koran, dass er besser ist als Jesus Christus. Ja. Aber dann kann man auch schon diesen Vergleich ziehen und das ganz klar. Ich habe ein paar Videos gespeichert, Bruder Harold. Ich wollte normalerweise das Thema machen: Islam, ja, Judenhass im Islam und Nationalsozialismus. Was für Ähnlichkeiten die miteinander haben. Es gibt ein paar schöne Videos, die wo man mir zeigen können. Ganz kurze Videos. Und einer schreibt, 50 Mal beten, auch 5 Mal runtergehandelt. Er meint die Himmelsfahrt mit Burak. So interessant. Ja. Jungs, ich bin mal halbe Stunde. Gottes Segen, bis später. Gottes Segen, mein lieber Ustad. Gottes Segen. So, wenn wir was sagen können, zum Beispiel, dass unser Herr als heilig beschrieben wird, da können wir sagen, okay, in der Bibel steht ganz klar, dass er durch die Jungfrauengeburt kam, dass Gott im Fleische kam, hier auf diese Welt, und dass er durch die Jungfrau geboren wurde und dass er sein ganzes Leben lang nicht gesündigt hat. Deswegen, weil er heilig war, weil er Gott war, konnte er die Gesetze und Geburt einhalten. Ist ans Kreuz gegangen, hat sich für uns hingegeben und ist auferstanden nach 3 Tagen. Sogar, dass er ein heiliger Sohn ist, ja, ein heiliger Sohn steht sogar auch im Koran. Und Isa ibn Maryam kommt, glaube ich, 19 Mal vor im Koran. Hingegen kommt Mohammed nur 5 Mal vor. Dann Isa ibn Maryam ist durch ein, genauso wie in der Bibel, auch durch ein Wunder entstanden. Ja, sogar im Koran wissen wir ganz genau, dass er keinen leiblichen Vater hat, richtig? Weil Jibril hat ja sozusagen in den privaten Bereich von Maryam gepustet und dadurch ist er Isa entstanden. Das sind schon mal 2 Sachen. Woran es halt im weiteren Verlauf seines Lebens scheitert, ist nicht, dass er auch Wunder getan hat, weil es steht geschrieben, dass er als Baby reden konnte im Koran und dass er sogar als Kind ein Buch bekommen hat. Ja. Bloß, dass er Wunder getan hat, die auch keiner gemacht hat vorher, ja, und dass er sogar dasselbe gemacht hat wie Allah selber.
Ja, die Muslime sagen, okay, mit Allahs Erlaubnis. Aber was ist das für eine Erlaubnis, wenn Allah der allmächtige Schöpfer ist und einem Propheten erlaubt, zu schöpfen? Das heißt, Leben zu geben. Das Leben zu geben gehört ja zu der Schöpfung. Und Isa hat dasselbe gemacht wie er. Und die sagen, okay, mit der Erlaubnis. Aber was ist das für eine Erlaubnis? Allah erlaubt einem Propheten so zu sein wie er. Aber im Koran steht ganz klar, ist denn derjenige, der erschafft, genauso wie der, der erschaffen worden ist? Das heißt, Anscheinend rhetorisch ja. die Frage, nein. Anscheinend ja, lieber Bruder. Und genau das ist das, was die Muslime nie begreifen werden. Also sie, wenn der Islam ist ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, korrigiert mich, wenn das falsch ist, ist ja auch so aufgebaut, dass man gar, dass es nichts in Frage stellt, was da als Aussage getätigt wird. Ganz im Gegenzug, wie bei uns, wo klipp und klar gesagt wird, das ist und das ist passiert, aber es war falsch. Es wird einem aufgezeigt so. Ne? Es wird nichts in Frage gestellt. Und wenn man was in Frage stellt, dann heißt es, nee, es steht so geschrieben, man muss es so glauben. Und wenn nicht, dann ist man kein richtiger Muslim. Ich habe mal eine Frage an dich. Stell dir vor, du wärst, also bei uns, wir Christen, wir sind ja, sage ich mal, imstande, mal unsere Brille auch abzulegen und zu sagen, ich weiß, was ich glaube, ich weiß, was mich errettet hat. Aber ich kann auch Natürlich. Sachen auch vorstellen, wie zum Beispiel jetzt beispielsweise, ich frage dich jetzt, zum Beispiel, sagen wir mal an, du wärst kein Christ, du wärst kein Moslem, du wärst überhaupt nicht religiös, du wärst sozusagen von mir aus Atheist oder agnostisch unterwegs, Agnostiker. Und ich würde aber dir den Koran präsentieren, wo ich dir erstmal sage, wer Allah ist, dass er der Schöpfer von Himmel und Erde ist, dass er einzigartig ist. Ja, ich erzähle seine Attribute jetzt auch und seinen Job, dass er geschöpft hat, dass er den Menschen erschaffen hat, die Erde erschaffen hat und würde sozusagen ihm eine Einzigartigkeit zuschreiben. Ja, das Höchste, was Gott kann, was keiner kann, wäre zum Beispiel die Schöpfung. Keiner kann die Erde machen. Keiner kann den Mond bilden. Keiner kann einen Menschen erschaffen. Und danach fängst du an, den Koran zu lesen, weil es dich interessiert, und du bist ein Mensch, der neu sozusagen damit konfrontiert wird. Und das erste Buch ist der Genau. Koran. Und du liest drin, dass Allah das erschaffen hat. Das haben die Muslime dir erzählt. Und dann siehst du aber, dass es zum Beispiel jemanden gibt in der Schöpfung, der dasselbe kann wie Allah. Was würdest du denken? Ja, dass das halt schwierig ist zu verstehen, würde ich als erstes denken. Und dann würde ich halt nachfragen, wie ist das genau? Wie kann man das verstehen oder genau? Weil irgendjemand hat gerade im Kommentarfeld geschrieben, wo steht, dass Jesus Leben erschaffen konnte. Da steht klipp und klar drin, dass er einem Holzvogel, einem hölzernen Vogel, das Leben eingehaucht hat. Okay? Hat ihm das Leben eingehaucht und dieser wurde zu einem lebendigen Wesen. War So, das nicht Schlamm? also Isa Also ibn Jesus Mariam aus konnte Lehm? das, was die Wissenschaft heutzutage nicht machen kann, das konnte Isa ibn Mariam sogar im Koran. Leben erschaffen aus toter Materie. Oder ganz kurz, das war doch aus Lehm, oder? Oder den er geformt hat in dem Aus Koran? Lehm, ja. Lehm oder Holz, ich bin mir da nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall hat er toter Materie, hat er Leben eingehaucht. Bruder Ruth, weißt du vielleicht zufällig, ob noch irgendein Prophet im Koran als das Wort Gottes erwähnt wird? Bravo, das ist auch so eine Sache, wo wir, aber lass uns kurz, wir würden uns erstmal hinterfragen, hat er richtig gesagt, er würde sich hinterfragen, warum sagen die Muslime, dass Allah der einzige, also warum sagen die Muslime, dass Allah der Schöpfer ist, dass es Sachen gibt, die nur er kann, und plötzlich lese ich das, wie du gerade gesagt hast, worauf wir gleich in weiteren Folgen ansprechen können. Es gibt jemanden, der dasselbe kann. Es gibt jemanden, der Leben geben kann. Und dann denkst du dir, hä, wie kann das sein? Die haben gesagt, nur Allah kann Leben geben. Allah ist der Einzige, der Leben Genau. kann. Und Isa kann dasselbe. Dann plus Nummer zwei, er wird Kalimatu Allah genannt. Wort von Allah. Welcher Prophet, wie du gerade gesagt hast, wird Kalimatu Allah genannt? Niemand.
Das sind so Sachen, wo man sich dann fragt, okay. Oder mehrere Titel, nicht nur Kalimatullah. Ruhullah, Kalimatullah und Ar-Ruh al-Qudus. Ar-Ruh al-Qudus. Keiner kriegt diese Titel außer Isa ibn Maryam. Das ist kein Zufall. So ist das. Was auch interessant ist. Und Isa al-Masih, der kommt auch am Yom al-Qiyam, das heißt am Ende am Armageddon quasi. Genau. Am jüngsten Tag kommt auch Isa laut Koran. Wieso aber nicht? Genau. Bruder, ganz kurz, an alle. In dem Namen, so wie die Muslime ihn vom Titel her benennen, Isa ibn Maryam al-Messiah, wer ist der Messias? Ich würde dann als Unwissender erstmal gucken, was bedeutet Messias? Gesalbter, alles klar. Woher kommt das? Aus dem Jüdischen. Okay, dann muss ich mich mit Judentum beschäftigen. Okay, dann gucke ich mal, was sagen die Christen, dann gucke ich mal, was sagen die Juden, weil die haben das gleiche Buch, Tora. Bruder, aber wenn die damit anfangen, gucke ich, wer soll denn dieser Messias sein? Und dann würde man selber, wenn man nach die Wahrheit sucht, würde man gucken, dass das Gott selbst ist. Aber der kommen dann, soll. Oder spätestens da müssen sie den Islam verlassen. Weißt du warum? Weil sie kriegen ihre Antwort nur in der Bibel. Ja, Bruder, aber sie da in, guck mal, in Sure 5 steht doch klipp und klar in Vers 48 oder so, dass die Tora von Allah ist, also von Gott sprich ist. Und dass auch das Evangelium, das was Jesus gesagt hat, auch Dings von Gott ist. Und er sagt auch, dass das, dass wir, also sozusagen wir Christen und die Juden, dass wir unsere rechtschaffende Botschaft bekommen haben und daran uns halten sollen. Es wird auch nie gesagt, dass das falsch ist oder sonst was, oder dass das verfälscht sozusagen wurde, sondern dass die Menschen etwas da falsch gemacht haben draus. Oder? Bruder, wenn ich nur eine Sache hinzufügen darf, und danach würde ich mich auch verabschieden. Ich habe, und das war auch im Gespräch mit dem Joker, ich habe ihm gesagt, Offenbarung, im letzten Vers, was steht da geschrieben? Die Bibel ist komplett mit dem Alten und dem Neuen Testament und da kommt nichts hinzu. Und danach kam später erst Mohammed. Also, und er wollte darauf schon nicht eingehen. Und alleine schon von daher so, dass die dann auf einmal mit etwas Neuem kommen, ist eigentlich schon alles damit gesagt. Und die sagen, er wollte mich dann darauf aufmerksam machen, dass die Bibel sich allgemein widerspricht in anderen Stellen, so dass es da dann auch nur ein Widerspruch ist. So. Also richtig. An dieser Stelle war es das dann mit ihm auch so komplett gewesen. Und ich will auch was dazu sagen, da gehe ich auch aus, weil ich muss noch ein bisschen was arbeiten. Also Leute, ich wünsche euch noch, seid gesegnet. Ich wünsche noch einen gesegneten Stream. Alles Gute. Gott segne, mein Lieber. Danke dafür. Guck mal, was ich auch interessant finde, weil Muslime behaupten ja immer... Gott segne dich reichlich. Guck mal, Muslime behaupten ja immer, dass ja, alle Propheten sind das Wort Gottes und alle Propheten sind sündenfrei. Aber jetzt frage ich mich, wieso wird das nicht im Koran erwähnt? Weil im Koran wird nur erwähnt, alle Menschen sind Sünder, Klammer, außer Isa, Klammer zu. Verstehst du? Wieso? Wieso steht nicht außer alle Propheten? Wenn es... Freunde, die den Koran ausgelegt haben, haben ihn komplett falsch auch noch ausgelegt. Das kommt auch noch mal dazu. Also ein Christ mit christlichem Verständnis, mit Bibelwissen und mit Wortschatz, was Bibelwissen angeht, sozusagen, das Wort Gottes kennt, Entschuldigung, wenn der das alles liest und so weiter und so fort und dann da drin steht, dass Isa ibn Maryam der Geist von Allah ist, also sprich von Gott ist und so weiter und so fort und dann mit diesem christlichen Brille das liest, der weiß direkt, Amen, Bruder. Aber hier wurde was verfälscht. Der das geschrieben hat, hat was aus dem Kontext und so weiter gerissen. Der hat was falsch hingestellt. Weißt du, was ich meine? Und das merkt man. Bruder, Gott segne euch. Ich gehe raus. Gott segne, mein Lieber. Wir sehen uns. Bis dann. Gott segne dich, Bruder. Guck mal, wie schön sozusagen, wie schön verbreitet durch das Evangelium auch das Christentum sozusagen in einem Land wie Saudi-Arabien war, in Mekka. Das musst du dir mal reinziehen. In Mekka oder in Medina sozusagen, da waren Juden und Christen. Ja, und die wurden Leute der Schrift genannt. Ja, Ahlul Kitab. Sie hatten ein Buch zum Lesen. Sie hatten die Bibel in der Hand. Sie hatten das Alte Testament, das Neue Testament. Und in dem Galaterbrief, Galater 1, Vers 8, steht geschrieben, auch wenn ein Engel
Ja, also wenn jemand was verkündigt, was nicht im Evangelium verspricht, dass ihr bekommt, auch wenn es ein Engel ist, ja, der sei verflucht. So, und das Evangelium haben die Christen gehabt, die haben die Bibel gelesen und haben sich gedacht, was erzählt gerade dieser Mohammed da? Was will der gerade von uns? Weil da waren wir 600 Jahre später auf einmal. Wo kommt der denn her? Redet hier eine ganz andere Geschichte. Frohe Botschaft nennt er die, obwohl die frohe Botschaft eigentlich ganz anders klingt. Und jeder Gläubige, der das, der so aufgewachsen ist, Entschuldigung, Bruder, falls ich dich unterbrochen habe, der versteht das aber direkt. So, denn weil die Bibel ist ja klipp und klar und es wird nicht nur einmal gesagt und dann finito. Es gibt ein ganzes Kapitel direkt am Anfang vom Galaterbrief steht es. Und dann muss man noch berechnen dazu. Es wird zweimal hintereinander gesagt. Nachdem er das gesagt hat, dass der Engel, der eine andere Botschaft verkündet, verflucht sei, sagt er, und was ich euch eben gerade gesagt habe, sage ich euch nochmal sozusagen. Wenn jemand ein anderes Evangelium verkündet, der sei verflucht. Egal ob Mensch, Engel, sonst irgendwas. Das Ding ist, das war ja noch nicht mal eine frohe Botschaft. Wenn ihr mal so überlegt, was Mohammed da gemacht hat. Das war ja keine frohe Botschaft. Das war ja kein Evangelium. Und zum Beispiel, wie sind die Verse, dass Allah der Tora und Evangelium herabgesandt hat, als Rechtleitung, als Licht? Wie sind die Verse überhaupt in den Koran gekommen? Das musst du dir mal vorstellen. Das heißt, es gab ja damals die Bibel. Die Bibel gab es damals. Und Allah hat sozusagen durch Mohammed gesprochen und Mohammed hat gesagt, ja, Juden und Christen haben Tora und Evangelium, das dient als Rechtleitung. Ja? Gegeben wurde. Genau. Und plus noch, wenn ihr im Zweifeln seid, dann fragt die Leute, also People der of the Schrift. Die Leute der Schrift, die vor euch gewesen sind. Das heißt, okay, ab welchem Zeitpunkt hat Mohammed gezweifelt? Was ist passiert, dass er gezweifelt hat? Ja, das frage ich mich auch. Genau, Bruder. Und ich habe ja auch sein Herz gekommen, weil er ist doch der letzte, er ist doch das Update. Wie kann einem das Siegel der Propheten sagen, die Muslime? Genau, das Siegel der Propheten hat gezweifelt. Das Siegel der Propheten hat erstens gezweifelt, plus er hat dann gesagt, wenn ihr im Zweifel seid, dann fragt die, die vorher gewesen sind. Das heißt, Leute, versteht ihr, was ich meine? Muslime sagen, Mohammed ist der letzte Prophet. Sogar das stimmt nicht. Ja? Aber Mohammed ist der letzte Prophet. Wieso hat er gezweifelt? Und wieso hat er dann zu der Sahaba gesagt, zu seinen Nachfolgern, wieso hat er dann gesagt, dann müsst ihr die Schriften vorher lesen, das heißt Bibel? Für was, wenn das doch eigentlich gefälscht ist? Es gibt ein Video auf YouTube, da deckt Dr. Roger Libby den Islam auf. Hast du das schon mal gesehen, Bruder? Nein, Bruder. Das musst du dir reinziehen, wenn du mal Zeit hast, ne? Das ist, Digga, also ehrlich jetzt, sorry für das Wort, Digga, ne? Aber wenn ihr das euch reinzieht, liebe Leute, ihr werdet ehrlich wissen, so was da abgegangen ist, weil das ist echt zu brutal. Das ist echt zu brutal. Der redet da auch von den satanischen Versen und so. Und er fragt dann, Mohammed wusste ja noch nicht mal am Anfang, dass das satanische Verse ist. Woher wollen wir heute, die wir leben, dann nicht wissen, so zu 100%, dass das keine satanischen Verse sind, wo drin steht, dass Jesus nicht gekreuzigt worden ist. Und alles, was gegen Jesus spricht, dass das kein von Satan überhaupt eingeflößten Verse waren. Genau. Wo sollen wir das denn wissen? Sozusagen. Bruder, diese satanischen Verse aus der Sure 53, Allah, An-Uzza und Manat, das waren Götzen, die sogar von Mohammed und des Sahaba angebetet wurden. Bruder, das sind die Töchter, das sind die drei Töchter vom Gott, vom Mondgott, vom La. Das sind die drei Töchter. Lass mich mal kurz zu Ende führen, Bruder. Diese Götzen, beziehungsweise dieser Vers, war 8 Jahre akzeptiert. 8 Jahre erst. Erst 8 Jahre später wurde diese Sure, beziehungsweise die Götzenanbetung von Mohammed, erst 8 Jahre später verboten. Wusstest du das?
Nein, Bro, wusste ich nicht. Und gerade daran merken wir doch schon mal, wie krank. Der Bruder Rob Christian ist da. Er hat das letzte Mal gezeigt. Brother Rob, if you want to go up, you can come, my dear brother. Ja, weil er kann. Ja, da ist er, der Bruder, sofort. Lass uns das mal durchgehen und ich übersetze für die Zuschauer. Hey, God bless you. Brother Rob, we are talking about the satanic verse. Maybe we can go through that. Unfortunately, I would love to, but you see, I was listening downstairs. I'm trying to learn German a little bit. Es ist ein bisschen schwierig, ja? Aber ich gerne lerne. Ich lerne sehr, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ja. Aber I don't have my computer here, so okay, I'm very naive like Allah right now, so I don't have my book with me. I'm outside walking with my beautiful daughter, you know. It's beautiful, okay, brother. So, but you guys doing an amazing job, I think. I don't understand everything. I understand only 5%. Okay, brother. What's your question about the satanic verses? That's what I understood. Yes. We wanted to show the people that the satanic verses, they were 8 years later abrogated. 8 years. That's true, yes. Because Muhammad, when he was in Mecca, he received the satanic verses when he was reciting chapter 53, Surah An-Najm, the star. Stars, right? Surah An-Najm, the stars. So Muhammad didn't realize that when he reached ayahs 19 to 21, Satan came and he put, as explained in chapter 22, ayah 52 explains that Shaitan put his own words on the tongue of Muhammad thinking is Jibreel. But it wasn't Jibreel, it was Satan. Even if you go to the ayah, it says, if you can put the ayah on the screen, brother, chapter 22, ayah 52, it is very clear. It says that every prophet, not only Muhammad, every prophet and every messenger became the prophet of Satan, basically. Can you imagine? Moses became a prophet of Satan in Islam. Yes. Abraham became a prophet of Satan. Not only Muhammad, by the way, guys. So this is the fabrication of Muhammad. Why? Because he became the prophet of Satan. Automatically, he wanted to attack the rest of the prophets, proving, you know, I received satanic verses, but also Abraham, Moses, all of them. All of them. Even Isa in Islam became the prophet of Satan. If you can put it up, brother, chapter 22, ayah 52, we can read it together. Chapter 22, ayah 52. Imagine, guys, all the prophets, according to Muhammad, became prophets of Satan. All of them. All the messengers and all the prophets. That's crazy. That's crazy. So, jetzt zeigen wir euch Suche 22, Vers 52. Laut diesem Vers wurde jeder Prophet sozusagen von Satan beeinflusst. I show it in German, maybe? Yeah, sure. Or in English. Read it. Yeah, sure, no problem. But maybe you can put it on the screen for them because, you know, people can see it. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِي فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. To the rest of the ayah. So it literally says, any prophet, any messenger before you, all of them, not one, not two, but all, and remember, there are around 144,000 messengers and prophets in Islam. How many? 144,000 messengers and prophets in Islam. All of them became, at that point, for a certain period of time, they became prophets and messengers of Satan. Can you imagine? Including Muhammad, of course. Including Muhammad. Why? Because Muhammad fell for the tricks of Satan. He got deceived, and Satan put satanic verses on the tongue of Muhammad. And these are the two satanic verses, guys.
Remember. The satanic verses. Yes. Das sind die satanischen verses. They are very famous, right? Yes. Hello? Das sind die satanischen verses. They are very famous, right? Echo. Oh, there's an echo. Someone du is hast ein Echo, mein Lieber. Yeah. Read it for them, brother, and translate what I said. So, und zwar in diesem Vers steht, wir sandten vor dir keinen Gesandten oder Propheten, ohne dass ihm, wenn er etwas wünschte, der Satan in seinen Wunsch etwas dazwischen geworfen hätte. Aber Allah hebt auf, was der Satan dazwischen wirft. Hierauf legt Allah seine Zeichen eindeutig fest und Allah ist allwissend und allweise. Also laut diesem Vers hat Allah jedem einzelnen Propheten, sei es Moses, sei es David, Samuel, jedem einzelnen Propheten sozusagen satanisch beeinflusst. Ja, dass Satan durch den Mund der Propheten sozusagen gesprochen hat. Jeden einzelnen von den über 120.000 Propheten aus dem Islam. Eine Frage ganz kurz, Bruder Harut. Ja, laut Islam ist ja Jesus auch ein Prophet. Ist Jesus da ausgenommen? Jesus too, right, Rob Christian? Jesus, all of them, all of the 144,000. All of them. Ja, alle. Oh mein alle. Gott, seine Lüge. But what is very important is that people need to know is that when you see there, it says there wunsch, right? Is means wish, right? Yes. If you go, last time I showed you, remember when we showed you from Sahih al-Bukhari? Sorry for the background noise, guys. Mopeds in the background. We showed you from Sahih al-Bukhari, remember, brother? Where they left that part empty. They didn't translate it. Remember when I showed yes. you before? Yes. In that part, in Sahih al-Bukhari, we have Kitab al-Tafsir. Kitab al-Tafasir, right? Literally, we have a Tafsir section in Sahih al-Bukhari itself. And that part, they didn't dare to translate it, where Ibn Abbas, Habr al-Ummah, explains that here, the Wunsh is literally the recitation of Quran from Satan. So Satan, his own version, was put on the tongue of Muhammad. Excuse me, also ich wollte noch eine Frage fragen. Also erstens, yes. Wo beweist dieser Vers im Koran, also weil ihr sagt gerade so ganz selbstbewusst, dass der Koran behauptet, dass jeder Prophet satanisch irgendwie beeinflusst wurde. Bruder, wo behauptet dieser Vers? Aber guck mal, du kannst, also ich nehme mal an, du kannst Deutsch oder keine Ahnung, weil du kannst es ja nicht lesen, aber da steht doch, dass wenn er etwas wünschte, dass der Satan seinen Wunsch dazwischen geworfen hätte, aber dass Allah, also Allah sagt, dass wenn Allah jetzt nichts dagegen gemacht hätte, dass der Satan das machen könnte. Aber dass Allah und was für ein ist das Problem? Wo steht denn jetzt, dass die Propheten oder dass der Prophet Mohammed, Friede auf ihm, jetzt satanisch beeinflusst ist? Also ich weiß nicht, woher ihr diese Behauptungen habt, ob ihr die aus der Hosentasche irgendwie rausgezogen habt oder so. Nein. Guck mal, da steht... dass er das dazwischen wirft, also da steht geschrieben, ohne dass ihm, wenn er etwas wünschte, der Satan in seinen Wunsch etwas dazwischen geworfen hätte. Hätte. Und danach sagt Allah, dass Allah aber dafür sorgt, brother, just a second, brother. Have you ever read Sahih al-Bukhari, Habibi? You with the black flag? ISIS flag. But not every hadith. No, okay. If you go to Sahih al-Bukhari, you will find a section. Which hadith? Can you please give me the number? If you listen, I can explain it to you. Okay. There is a section in Sahih al-Bukhari. The chapter name is called Kitab al-Tafsir. Okay. In Sahih al-Bukhari, you have a chapter called Tafsir, where they explain the Quran. Imam al-Bukhari explains chapter 22, ayah 52, and he quotes Ibn Abbas. You know Ibn Abbas, right? Yes, yes. Who is Ibn Abbas? The cousin of the Prophet Muhammad, peace be upon him. Okay, what is his nickname? What do they call him? Tarjaman al-Quran and Habr al-Ummah. Aywa, Tarjaman al-Quran and Habr al-Ummah. Bravo. Can you please give me, you told me a chapter in the Quran, chapters, they call it bad. But I want, because in the chapters, there may be several hadiths. I want the explicit number of the hadith, please. Because If you own the physical book, or you can even go on sunnah.com, you can listen to search for it, and you look for the book of Tafsir.
Book on sunnah.com, sunnah.com, in the book itself, you can search on sunnah.com with hadith, with the numbers of hadith, because like al-Bukhari hadith number 380 something like that, you know. So can you name me the number if you I will name you the number while I'm walking outside. How can I do that, bro? Okay. I'm walking outside, so that would not be possible. Okay, Last time I showed, just a second. Brother Harut, you remember when I showed you on the screen, right? Remember a couple of days ago? Yes. I showed you the section which they did not dare to translate. They left a blank, yes. Remember? Yes. The entire page they did not dare to translate it. Why? Because Ibn Abbas explains that the wunsh, umniyatahu, means qira'atahu, meaning the qira'ah of Satan. So Satan put his own qira'ah, according to Ibn Abbas. Ibn Abbas explains, Hamrul Ummah, Turjuman al-Quran, that the umniya of Satan means the recitation, the qira'ah of Satan. So Satan put his own qira'ah on the tongue of Muhammad, and Muhammad committed shirk. He bowed down to Allat, Al-Uzza, Al-Manat, the three idols, which we call Al-Gharaniq Al-Ula. تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. These are literally the satanic verses. Wait, I found now the book of Tafsir. كتاب التفسير, prophetic commentary on the Quran, تفسير of the exactly. prophet. Exactly. Now go to where it says سورة الحج. Wait. And I challenge you. I challenge you to open your camera and show everybody. Which if I found it, give him the big screen and let's see if he can show it. But I don't found it. Or can you please name me where I can find it? Because I have a 65. It's not very big, brother. It's not very big. Maybe I can open my camera and you can tell me. Wait a second. Go to Surat al-Hajj inside Bukhari. Wait. I will open my camera. Maybe you can explain me. Wait a second. Wait a second. It's the Surah 19. But you know, here I have it on my iPad. 22, sorry. Where can I find it? I have it here on my iPad. Didn't you take a screenshot last time, Brother Harut? You took a screenshot, remember? Maybe you can show it in the background, Brother Harut. Yes. I will find it in one moment. Yes. So the Muslims, your scholars of Darus Salam, because this is Darus Salam copy, when they translated, they didn't dare to translate it. Kitab al-Tafsir for Surah al-Hajj. They did not dare to do it, because else many Muslims will leave Islam. That's why. Because if you see what Ibn Abbas says, I'm sure all of you Muslims will become atheists. Can you just tell me where I can find it? Maybe Brother Harut, you found it, right? Yes. It's not translated, right? Not translated one. Yeah, yeah, it's blank. Blank. I can read Arabic. You can show it to me, and I will try to translate it. Yeah, I know Arabic as well, Habibi. So we have two Arabic speakers. That's where are you from, my friend? From Mecca. So he's from Mecca. Mecca? Where are you from, Rob Christian? I am from Kaif Hira, from Mecca. I am born in... From Kaif Hira, ahla wa sahla. Habibi, ahla wa sahla alayk. Is it this one, brother? Yes, but let's just... Just a second. I think it's Surah Al-Hajj, better? Surah Al-Hajj, do you see it? Yes, maybe... Waqal ibn Abbas, iqra... Waqal ibn Abbas, read it. في أمنياته, إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه. فبس فيبطل الله ما يلقي الشيطان كيف اعياته ايوه كمل ويقال امنيته قراءته الا قراءته so what is the umniyah of shaitan which قراءه my friend which قراءه what is it says umniyah shaitan صح the umniyah of shaitan the wunsh of shaitan is what قراءه الشيطان so satan put his قراءه listen habibi ibn abbas is very clear this is ibn abbas talking ibn abbas says that the umniya in chapter 22 ayah 52 the wunsh is the قراءه of shaitan so shaitan put his own quran basically but no. The tongue of Muhammad it's not quran قراءه is not quran my friend what is قراءه okay when I say قراءه حفظ what is that but you have to be explicit قراءه حفظ Arabic قراءه ورش
Qira'ah, you have to be explicit, my friend. When I say Qira'ah, maybe you can let me speak also. Habibi, we're talking about Quran here. But let me speak about Qira'ah. No, because the hadith doesn't say Qira'ah. When Muhammad is doing what? Muhammad is reciting chapter 53, right? Surah An-Najm. Listen to me. I'm asking you a question. Yes? Muhammad was reading which chapter when Satan came between? Which chapter was he reading? Is it written here in the hadith? Are you listening, brother? Are you listening? I'm listening, but is it mentioned here in the hadith? If you're listening, give me your ears. Okay. If you're listening, you have to give me your ears. Question is very simple. When Satan came and he put his qira'ah on the tongue of Muhammad, which chapter of the Quran was Muhammad reading? Wait a second. وقال ابن حدث ألقى الشيطان في حديثه فيبطل ما يلقي الشيطان حكمه آياته ويقال أمنيته قراءته يقرأه ولا يكتبه قالوا but I don't know my friend. Okay, let me tell you, حبيبي. We are here not to fight, huh? Right? Yes, it's all right. I'm here to help you. You help me to help you. I help you. You help me because we are talking about the truth in here, right? Mm-hmm. Sorry for the background noise, guys. Yeah, so you need to understand the context is behind chapter 22, ayah 52 is... Just a second. My daughter is... So, Muhammad was reading Surah An-Najm. But where does it state that he was reading Surah An-Najm? Let me help you. But not help me. Answer the question. Do you know what tafsir is? The context? Do you know what context is? Tafsir is interpretation, my friend. Okay. Chapter 22, ayah 52 is an abrogation, right? Chapter 22, ayah 52. Wait a second. Can you read it for me, please? Wait, which chapter? 22, ayah 52. Read the Arabic and translate. 52, wait a second. وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله okay, stop. What is the نسخ? Allah is doing نسخ, right? Allah is abrogating, right? Wait a second. Nasr can mean abrogating in the sense of Quran, maybe Quran surah. And nasr can also mean wipe away or to eliminate something. You have to be. When it comes to nasr wal mansukh, it's about ayah, right? Listen to me, brother. When Allah in the Quran says, we send down. Similar ayah or a better ayah. Yes, he's talking about Nasr. Brother, listen to me. Understand what brother, I'm saying. Brother, you're not here to teach me. I'm here to teach you. Listen so you can learn. Listen to me. It seems like Habibi, even though Habibi, you cannot speak I Arabic, think, my friend. Harud, you need to tell him that he doesn't know he's talking to, I think. Yeah. Brother, I'm an expert on the satanic verses. I'm telling you. I'm an expert on the satanic verses. Habibi, you can tell me whatever you want before okay. I don't see something. So you have no idea, clearly you have no idea who you're talking to. Ja, Habibi, let me help ja, you. Ja. Willst du Bob zuhören oder willst du einfach die ganze Zeit dagegen reden? Nee, aber Bruder, er lässt mich ja nicht ausreden, musst du wissen. He doesn't ne? even know where the satanic verses are. Das ist hier keine Debatte. Du lässt ihn ja gar nicht ausreden. Kannst du zuhören einfach. Ja, ich lasse ihn ausreden, komm, ich lasse ihn jetzt ausreden, aber mit der Bedingung, wenn er was Falsches sagt oder wenn er was sagt, wo es noch was anderes gibt, dass ich dann das sagen kann, ohne dass er jetzt plötzlich beleidigt wird. So. Mein Freund, er aber nicht reinreden einfach. You are a young nicht kid. Reinreden einfach. Lass ihn jetzt einfach mal erklären. Ja, alles gut. Genau. Listen, brother, listen. You are a young, okay. You are a young kid. Yeah. I could be your father, literally. Finish what you want to say. Okay. So if you don't know, just don't say things because I don't want. I'm not here to embarrass anybody because I'm in a good mood. I'm with my beautiful daughter here. Mm-hmm. I'm here to teach. I'm not here to debate anybody. To be honest with you. So, what the abrogation of Allah in chapter 22, ayah 52, mm-hmm. 22 is in Medina, right? Chapter 22 is Medina chapter, sah?
I guess so. I don't know. Okay, so you don't know, so don't teach me. I know. You don't know. You don't chapter know. You know things. I know things. Let me tell you. No, you don't know. So chapter 22 happened in Medina when Muhammad did Hijrah. He left Mecca. He went to Medina. Okay. Mm-hmm. Chapter 53, Surah An-Najm, is in Mecca. So we have at least eight year difference. Muhammad was in Mecca. He left Mecca. He went to Medina. And the abrogation happened in chapter 22, ayah 52, 8 years later. Okay. So for 8 long years, the satanic verses were in chapter 53, and specifically after ayahs 19 and 20. But after ayah 19 and 20. Come to the point, so my friend. When Muhammad read, Allat al-Uzza wal-Manat al-Thalithat al-Ukhra, Allat al-Uzza wal-Manat and the other third, Satan came in between, and he gave them the two ayahs. Muhammad thinking it's Jibreel, not realizing it's Satan. And the ayahs sound like this. The ayahs of Satan sounds like this. Okay. Do you have a proof for your claim? Listen. تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. What I just told you are the satanic verses in Arabic. Let me translate. These are the exalted cranes, and their intercession is hoped for. Okay. So in which chapter are these verses? 53 after ayahs 19 and 20. 53, 19 and 20. Thank you. Oder Yahya, genau. Sagt, dass zwischen 19 und 20 ist der satanische Vers, was er eben gesagt hat, weil dieses Alat, Al-Uzza und Manat sind drei vogelartige Kraniche. Warte, also 35 und 19? Nein, 53. 53, oh, warte. Brother Harut, can you do me a favor, Habibi? 53. Go to altafsir.com. Go to altafsir.com. Just a second. No. Brother Harut, go to altafsir.com. Yes. Go to chapter 22, ayah 52, and choose the tafsir of Al-Wahidi. But Rob and Christian, put it on the screen. Rob Christian, I want to say something. You said in chapter 22, 52, Allah talks about abrogation. If yes. You read the tafsir, even the English we're going to put it. We're just a second. You're 10 steps ahead. Just a second. Put the tafsir. We're going to put the asbab and nazul. Just a second. Let me speak out. Can you breathe? Wax on, wax off. Breathe in, breathe out. Let me put the tafsir on the screen first. Okay. Which tafsir was it? Sorry, brother. Tafsir al-Wahidi, brother. The famous asbab and nazul by al-Wahidi. Why are you running away? Nobody's running. We're going to put the tafsir on the screen. I put the camera on here, please read chapter 22, 52. In English, it states, whenever we send a messenger or a prophet. No, this is right. Or prophet. And he recited, brother Harut, quicker, brother, before the rapture. Our Shaitan would influence people's understanding on his recitation, but eventually Allah would eliminate, not abrogate, eliminate. Yes. Yansakh, don't teach me Arabic, please. Brother Rob, I didn't hear the surah. Chapter 22, ayah 52, brother. Chapter 22, ayah 52, Tafsir al-Waqidi. You speak Arabic. If you speak Arabic... Yahya, lass uns doch mal langsam machen. Du bist viel zu schnell. Brother, what did you eat? Did you eat a lot of falafel today? With a lot of hummus? Easy. We have the whole time of the world. Okay. Go to that part where it says, scroll down, where it says about chapter 53, ayahs 19 and 20, where it says Shaitan, read that part for me and translate. Okay, also. In the middle, do you see it? Yes, let me read. Have you thought upon Allah and Al-Uzza and Mana, the third, the other, the devil put on his... Who? The devil. Okay, the Shaitan. Devil. Okay. Yes. Shaitan put on his tongue what he had secretly wished and hoped for and said, these are the mighty cranes, Haranik. And the intercession is hoped for. Okay, stop. That part are the satanic verses. So highlight for him the part which is the satanic verses. Highlight it, make it blue.
So when Muhammad was, you read it together with me, brother. So when Muhammad reached chapter 53, ayahs 19 and 20, Satan, the devil, put on his tongue what he had secretly wished for, so Satan, and hoped for and said, now who is talking? Satan. These are the mighty cranes, Gharaniq, Al-Ula, and their intercession is hoped for. وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى Between 19 and 20? Yes. After 19 and 20. After 19, after 19 and 20. But you're not blind, right, brother? Brother, you're not blind, right? It's on the screen. I'm not blind. I'm not blind. But if you read after 19 and 20... Can you read it yourself? Can you read it yourself? Read it for me, please. In the Quran? No, what is on the screen, brother? But on the screen. Not on the TV, not on the TV, not on Netflix. What is on the screen? But If you let me speak out in a respectful manner and let me finish, brother, I can you're tiring, you know. You're I'm not tiring. You are. Yeah, The devil put on his tongue what he had secretly wished and hoped for and said, these are the mighty cranes, Gharaniq, and their intercession is hoped for. So you claim that, you say that these are satanic verses and are included in the Quran? Yes, so. So I'm not the one claiming, Habibi. Listen, I'm not the one who is going tafsir. I'm not the one going hadith. This is on your tafsir. This is in your book, saying that when Muhammad reached chapter 53, Surah An-Najm, ayahs 19 and 20, the devil came in between. So look how strong the devil in Islam is. He came in between the qira'ah because Muhammad was reciting Surah An-Najm for the Quraysh of Mecca. So Satan came in between. Muhammad did not know that it's not Jibreel. He thought it's Jibreel, but he didn't know that it's Satan. And Satan says on the tongue, he puts on the tongue of Muhammad, Ya Muhammad, I'm Jibreel. But in reality, it's Satan. Say to the Quraysh, تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. Okay. So Muhammad gave the satanic verses to the Quraysh. And let's see what happens next. Continue reading, brother. Kann ich schnell etwas sagen? Schnell. 180 Leute da drin. Der Bruder unterstützt doch den Bruder. Hey, da mit dieser Hut. Oder er liket doch. Hey. 180 Leute da drin unterstützt. So, weißt du? So, mit Druck. So, so. Oder so ein Hut. 100 von den Dingen. Unterstützt doch. Okay, what's going on? Jesus. Okay, I just have a question. I just have a question. Where in the Quran are these two verses included, or where? Yeah, let me read chapter 22, ayah 52, after 18. After Brother 18. Rob, should I read it? Yes, read. Yeah, read a couple of sentences after that, which after the Quranic Quran of Satan. Okay. Okay. Yeah, read it. So here it's written, the devil put on his tongue. Okay. When the Quraysh heard this, they were very pleased. Very the happy with Muhammad, huh? They were very happy now with Muhammad. They were very happy. They were pleased. Yes. Rasulullah, Allah blessed him and gave him peace, carried on reciting until the end of the surah, and then prostrated. Stop. So in context, what is going on is, so Muhammad gives the satanic verses immediately after ayahs 19 and 20. And when the Quraysh heard the beautiful recitation of Satan from the tongue of Muhammad, they were very happy because they said, until this day, Muhammad never said beautiful stuff about our idols. And they were very pleased with Muhammad. Why pleased? Because Muhammad just said, تِلْكَ الْغُرَانِيقَ الْعُلَى وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى These are the exalted cranes, meaning the bird idols, Allat al-Uzza wal-Manat, and their intercession is hoped for. So the Quraysh were immediately happy. Yeah, Muhammad, thank you. And what did Muhammad do? He prostrates. He finishes the entire surah and he commits shirk. That day, all the Meccans, including Ali, Umar, Abu Bakr, Aisha, Hafsa, all of them, became mushrikeen, including Muhammad. Are you finished? I'm finished. Okay. So firstly, I heard before about this story. But I want to ask you if these you two verses now. Why didn't you hear before? Let me speak out, brother. Okay. I let you speak out. You let me speak out in a respectful level. No problem. You said that the Prophet recited it to his Sahaba
and to the whole of Mecca. The Mecca, whole Mecca, whole Mecca. Wait, yeah. You know, why are these two verses not included in the Quran? Because Allah in chapter 22, ayah 52, after at least 8 years, abrogated them. Abrogated. But yes. Why do the Tafsir, why do the Mufassirin and also the English translators yes. say that in this verse, Nasakha or Nasakh is not for abrogated but for eliminated? Because I tell you, and I don't believe that you don't speak Arabic, I just believe, with all due respect, that you just hide a side of the truth, because Nasakh in Arabic. Okay, I think I'm talking Chinese. I was talking Chinese for the last 15 minutes. Right? But let me speak out. Nasakh in Arabic. And are you even honest to yourself? Be honest, Beyonce. Do you even know Arabic? Why are you running away? Your lies and deception and taqeer does not work. But maybe I am a liar, but instead of interrupting me, try to convince the people that I'm a liar and let me finish. Well, everything is on the screen. But let me finish. Everything is on the screen. I showed you right before that the Mufassirin say that Nasakh in this... Which Mufassirin? I can show you, my friend. Okay. Now, brother Harut, can you put the screen? Just a second, brother Harut. Can you put back Asbab al-Nuzul again? Aber Bruder Harut, komm mal, ich habe ihn doch ausreden lassen und jetzt erinnert er sich die ganze Zeit. Ich wette, was das für eine Art und Weise ist, das Geschlecht. Why are you triggered? Bruder, du hast zu ihm gesagt, wenn er irgendwas Falsches redet, ja, dann wirst du ihn stoppen. Du hast eben gerade zu ihm gesagt, dass er kein Arabisch kann. Warum lügst du? Ich habe doch gerade gesagt, ich glaube sogar, dass er Arabisch kann, aber dass er einfach hier diesen Teil der Wahrheit, dass die Mufassirin diesen Vers anders interpretieren, einfach nicht akzeptieren will. Ich habe doch... What we abrogate or change. What does it mean when Allah says, take for a second. What do you mean, eliminate? Brother, be quiet for a second. I want to talk. Nasakh can mean abrogated. No, it can only mean abrogate. Brother, then you are hiding either the truth or you are not... Habibi, okay. Brother Harut, ich habe ihn doch ausreden lassen. Warum lässt er mich jetzt nicht ausreden? Go back, Brother Harut. Von den Manieren ist es doch, dass man... Go back to the tafsir, please. Yes. He said, go back to the tafsir and all the way down. I know, brother, he's an idiot. He doesn't know what he's talking about. Look. It's written here. And he said it can be two meanings, but it's abrogation. Go down. In the same tafsir that we're showing him, in Asbab al-Nuzul. Go down and read the last alinea for me. The last sentence? Wait, just a second. Altafsir.com. Gabriel, peace be upon him, came to him, and what did he do? What have you done? You recited to the people that which I did not bring, and you said that page 2. Okay. Revealed, Muhammad has regretted what he mentioned. So Muhammad is in pain. He made a mistake, and it should say somewhere,
It should say somewhere the abrogation. It should talk about abrogation. Here, Gabriel is talking. Gabriel? Yeah. Gabriel said, as for this, I did not bring. This is from Bruder, Gabriel. Bruder Harut, hör mal zu, Bruder Harut. Warum? Guck mal, ihr Christen sagt doch immer Nächstenliebe und Freundlichkeit und so weiter. Warum? Guck mal, ich habe ihn doch vorher ausreden lassen. Jetzt lässt er mich nicht ausreden. Er rennt sogar weg. Ich möchte noch was erklären für euch und für die Zuschauer, dass in der arabischen Sprache, weil guck mal, also ich sage jetzt auf Englisch, in the Arabic language, because the Arabic language is a lot older than the Quran itself. And Nasr, in the Islamic understanding, means to abrogate a surah. But Nasr... Oh, ayahs as well. An ayah as well. Thank you, done. An ayah as well, but brother, let me speak out. Have respect. Don't lie, Habibi. You are a very disrespectful person. A while ago, You are disrespectful because you are a liar. Allah abolished it. You told me I'm an idiot, and I didn't insult Listen, you or anything. Hör mal zu, Yahya, guck mal, hier steht. There's no point calling someone an idiot if he's a jahil like you. It's not an issue. You don't know your religion, so I told you. Habibi, you can learn from me. You should thank me. Habibi, this acting shows your Habibi, your imam will never teach you about the satanic verses. Brother, I need to teach you. I'm doing this for free, so you should thank me. Don't be angry. Let me speak out. I just want to say that as well as I go, in the end, Islamic understanding, nasch means to abrogate, but in the Arabic language, you use this word even in under circumstances. Okay. So thank you for admitting. Let me speak out. You're running away from the truth, my friend. You're running. I am running. And even in, but in the Arabic language, what did you provide to him now to refute me? You didn't provide. Habibi, shut up for a second. In the Arabic language, he's a kid. Salam al Muta. Brother. Salam. Salam al Muta. We're wasting our times with these children, bro. Brother, is this the last sentence you mean? But Allah abolish it, that which Satan proposed? Yes. Thank you. Abolish, hear the word abolish, brother, in Arabic means ما ينسخ الله. Yes. Even if we go back to chapter 22, ayah 52, it says نسخ. Any Arabic speaker, even if you are a jahil like this kid, نسخ means abolish, abrogate. That's it. This guy's a kid, he thinks he can teach me? Yes, I can teach your shiuch Islam, Habibi. You have no idea what you're talking about. And brother Rob, I didn't study Islam yesterday. I studied Islam 15 years ago. Yes, and brother Rob, and we still did not get here, right? Yeah. Even Ibn Abbas says that the umniyat al-shaytan hiya qira'at al-shaytan, qira'atahu. Meaning Satan put his own recitation, his own qira'ah, own Quran in the Quran of Allah. Can you imagine? So literally Satan mixed like a DJ, wicked, right? He puts his own qira'ah, his own Quran in the Quran of Allah. So where was Allah? Why did Allah allow Satan to come and deceive Muhammad and make him even a mushrik? Muhammad, guys, in Mecca, he became a mushrik. If we go to chapter 4, ayah 48, it says in chapter 4, ayah 48, Surah An-Nisa, ayah 48, it says, Allah does not forgive shirk. That means Muhammad, as we speak, by that logic, Muhammad is where? In hell. Boom. Done. Muhammad will be burning for eternity in hell, according to the logic of the Quran. Because Allah does not forgive shirk, because that's the only sin that Allah does not forgive. Look, inna Allah la yaghfiru. Yes. Allah does not forgive shirk. Boom, boom. Done. Muhammad is in hell.
Yes. Muslims, leave Islam. Your prophet is in hell. This therefore, is why, brother. This is why. Yes, his father. Therefore, his father. Allah in chapter 69, yes. Brother. Allah in chapter 69, ayahs 44 to 46, we see that Allah is saying, if Muhammad fabricates ayahs against us, if Muhammad lies, we will take him by the right hand and we will cut off his aorta. Even Allah was tired of Muhammad. That's the irony right there. Unbelievable. So, brother, come, thank you. To come and teach us what the Nasakh al-Mansukh means. Get out of here, man. Habibi, hey. Brother Rock, by the way, do you see Jajuj and Majuj there? Guys, the irony is they send us children, they send us literally children to teach us the Arabic language and what Islam means. This guy, I have to teach this guy what Nasakh means. Can you imagine? Which is basic concept in Islam. Allah changes his mind and changes the Quran every second. He sends ayahs, then he sends similar ayahs or better ayahs. I himself explains what Nasakh is. Nasakh is, guys, Nasakh, the word abrogation means Allah sends similar ayahs because Allah is an idiot. So imagine Allah sends A, to make it simple for everybody. Allah sends A and he sends another A to abrogate the old A, or Allah sends B to abrogate A. That's what Nasakh means in simple child terms. Thank you, brother. God bless you, brother. Why would Allah send A and then abrogate it with the same A? Can you explain to me? 8 years later, Muhammad let the people to pray to the idols for 8 years. Yeah, and I have brother Harut, Lord willing, maybe soon. I don't know if I can today, but I can show you from three different books, three authentic ahadith explaining how Muhammad became a mushrik and he worshipped the idols of Mecca and became a mushrik. Maybe later, brother. I can't remember the name of the third book, but I can tell you we can find this information in Durr al-Manthur by Jalal al-Din al-Suyuti, and also in Majma' al-Zawad wa Manba' al-Fawaid by Imam al-Haythami. The third book, I can't remember the name of the book, but I have it on my computer. Can you imagine? Three authentic hadith at least. Mm-hmm. Go ahead, brother, guys. Sorry. Hast du von heute Morgen die Quellen bekommen wegen dem Koran, dass die den einfach umschreiben können, wenn das ein Vorteil für den Islam ist und so? Hast du die Quellen dafür, Bruder? Du meinst in der Gruppe, ne? Nein. Der Rob hat uns das doch heute Morgen gezeigt, auch mit dem einen Moslem, dem die doch da folgen, wo doch die zwei Verse zum Beispiel einfach weggenommen worden sind. Ja, ich habe einen Screenshot gemacht. Und, und da gab's doch noch irgendwie eine Regelung bei denen, dass die dürfen ja einfach irgendwelche Verse dazu fügen oder wegnehmen, wenn das ein Vorteil für den Islam ist. War das nicht, dass zwei Hassan-Hadith zu einem Sahih-Hadith werden? Meinst du nicht das? Ich habe das, also soweit ich das heute Morgen verstanden habe, Bruder, hat er doch gesagt, die können einfach irgendwie, die können einfach neue Verse, können die dazusetzen oder können welche wegnehmen, wenn das dem Islam als Vorteil dient. Ja. Nee, das war, wo er über Ibn Abbas gesprochen hat, wo er gesagt hat, dass überall, wo im Koran Lücken waren, konnten sie sozusagen selber von Gedichten was zum Koran hinzufügen, von Gedichten. Fath al-Bari, right? Okay. Yes, brother, you said that in the Quran something is missing, they have to, they could take some sentence from poetry. Yeah, no, that's not what it says. In the hadith it says, Ibn Abbas explained in Fath al-Bari and many other books explaining that if something went missing from the Quran, let's say a chapter or maybe two chapters, whatever, you can add from your own poetry. That's what Ibn Abbas is telling to the other Sahaba. That's what the Arabic literally says.
Ich habe eine Frage, Bruder Harut. Ja, Bruder, sehr gerne. Ich habe letztens mit irgendjemandem gesprochen, auch live, aber ich kannte den nicht. Und der meinte, dass in Sahih al-Bukhari, Volumen 8, im Buch 73, Nummer 224, drin steht, dass das Schrecklichste im Angesicht Allahs ist ein Mann. Genau, und sein Name ist der König der Könige. Genau. King of Kings. Das ist im Ist das auch im Koran erwähnt oder so? Oder von wo kommt das und so weiter und so fort? Kann man darüber ein paar so Informationen so bekommen, so wie das entstehen konnte, dieser Vers oder so? Also diese. Wie wird das jetzt? Von wo kommt das jetzt sozusagen? He is asking, Brother Rob, he is asking about the Hadith, where it's written that Allah is fearing on the Day of Judgment one name, and the name is King of Kings. And he wants to know what's the background, is there any background in the Quran, or it's only Hadith, or what is the background from this? It's in the Hadith, multiple Hadith. Nur im Hadith, Bruder. Okay. In mehreren Hadithen, Bruder, steht das, dass Allah am Tag des Gerichts einen Namen fürchtet und dieser Name ist King of Kings, König der Könige. Und das ist ja, der Herr Jesus Christus wird ja König der Könige. Genau, genau. Und wie kann zum Beispiel in Sahih al-Bukhari sowas drinstehen, wenn es nicht im Koran erwähnt wird? Kannst du mir das auch mal erklären? Hallo. Ja. Brother, das sozusagen Hinzudichtungen oder ist das wie ist das entstanden gekommen sozusagen? Yeah, brother, he's asking about the background story. How is this hadith not in the Quran but only in the hadith? How did this verse started? What was the idea of this hadith? King of Kings is the name. What is Sahih al-Bukhari thinking about this? Can I say something? Und ich wollte nochmal sagen, also Bruder Harut, ich habe nichts gegen jemanden von euch. Und vorher, also es war jetzt ein bisschen Dings von beiden Seiten. Rob hat mich nicht ausreden lassen, ich habe ihn nicht ausreden lassen. Und jetzt nochmal neu anfangen, okay? Also komplett respektvoll und so weiter. Alles klar? Aber mit Sabr, okay? Mit Sabr, von allen Seiten. Okay, genau, wir sind alles nur Menschen, Bruder. Wir sind alle auf die Wahrheit. Genau. Genau. Moment. Nach der Wahrheit her. Ich sehe. Genau, wir müssen das... Komplett, wie heißt das? Brother. Wir müssen nicht parteiisch sein, wir müssen dafür offen sein. Genau. Sorry, Bro. Ich höre aus meine Geschwister, aus meine Brüder. Just a second. When you're going to say, as a guest, shut up, you're not welcome. You know that, right? If you go to your channels and we say shut up, you're going to kick us and even block us. So don't try here. We are, nobody here is your enemy. So if, as a guest, you must respect yourself. But okay. Genau das ist das, Bruder. To drink Zamzam water. Don't do it. But big brother, you called me an idiot, and I didn't tell you anything. So you stay respectful, and I stay respectful. In Islam, if someone is a jahil like you, it's not an answer. Jahil does not mean idiot. Jahil does mean ignorant or ignorant of the truth, but not idiot, my friend. Idiot is an insult, and jahil is not an insult. If you're ignorant, if you're ignorant about Islam, are you an idiot? But idiot is inside. Ignorant does not mean. Jahil does not mean. Sorry guys. Peace. Okay. Give us a good, Diskussion. Ich weiß nicht, wie das heißt. Discussion. Brother, also die Wahrheit, Bruder. Du meinst das hier, ne? King of Kings. Genau. Allah's Apostle said, the most awful name is in Allah's sign on the day of auf jeden Fall, das ist das Schrecklichste in Allahs Augen sozusagen. Bruder, guck mal, diese Person. Bruder, da steht, Abu Huraira sagt, dass Rasul Allah sagt, der meistgefürchteste Name, ja, Yaumul Qiyam, also der Tag der Auferstehung, ja, was Allah fürchtet, wird der Name von einem Mann sein, that of a man, von einem Mann, der sich selber nennt King of Kings. Okay, stimmt. Ein Mensch.
Irgendjemand, der mal gelebt hat, ein Mensch ist damit gemeint. Darf ich kurz was sagen, Bruder Harut, bitte? Gerne. Okay, also, das stimmt fast. Also, das steht nicht der meistgeführte Name, aber der meistgehassteste Name, aber das ist dieselbe Bedeutung fast. Genau. Und genau, also wie die Wahrheit da unten, oder die Wahrheit genau hat unten schon gesagt. Harut, okay, can you give me the big screen? Einen, I'm home. Dass das auf einen Menschen yes, bezogen brother. Sein wird. Finally, brother, I'm tired. Yeah. Okay, also, Bruder, erzähl zu Ende, Bruder. Erzähl zu Ende. Dass das auf irgendeinen Menschen bezogen wird. Aber Allahs yes, Name, also Allahs Name heißt nicht Malik al-Muluk, sondern Malik al-Mulk. Das heißt, der Herrscher oder der Besitzer, der Mulk kann vieles bedeuten. Mulk kann Könighaftigkeit bedeuten. Mulk kann Besitztum bedeuten. Meinen, ne? Oder du weißt, guck mal, wir meinen damit, dass Allah Angst hat vor dem Herrn Jesus Christus, weil der Jesus Christus heißt aber, König der Könige. Aber guck mal, genau, er ist der Mensch gewordene Gott, er ist genau Gott in Menschenperson geworden. Weißt du, was ich meine? In dem Hadith stand jetzt guys, if you want to talk to him, I will drop down, if you don't mind, guys. I will drop down. Okay, aber da, guck mal, der Hadith, der hat jetzt nicht okay, gesagt, der meistgeführte no, so, Name. Can I talk to him, please? If you don't mind. Yes. Can I just send me a sentence, please? Der Hadith hat jetzt nicht gesagt, der meistgefürchtetste Name, sondern da stand the most awful name. Awful bedeutet nicht gefürchtet, sondern awful bedeutet ekelhaft, schlimm oder verachtet. So, also, ihr müsst schon die Hadithe richtig übersetzen. Awful, das, also, kannst jeden, der Englisch kann fragen, awful heißt nicht gefürchtet. Okay, Brother Rob, you are home, you said. You can finally show on the screen? Okay, yeah. Look. Okay. I'm going to show this brother who doesn't know much about his religion from his own books, and I'm sure he never see this book before. Ad-Durr al-Manthur, Tafsir for the Quran, by Jalal al-Din al-Suyuti. Juz al-Ashr, volume 10, and we're going to go to pages 525 and 526, okay? 525 and 526 from this book. Now pay attention because your imams will never teach you this because they are too embarrassed about the Mushrik prophet. Your prophet became a Mushrik and now I'm going to prove it to you. But, you can tell me whatever you want, but please stay respectful. Tell me whatever you want, but please stay respectful. No, because your scholars don't dare to talk about this stuff. Yes, and I'm going to show you how they hide this from you. Just say whatever you want, but stay respectful, please. No. Look, Surah Al-Hajj, Al-Ayah, 52 to 55. Surah Al-Hajj, ayahs 25 to 55. Okay, for the non-Arabic speakers, Tafsir for chapter 2252 to 2255, page 525. Is it? Okay. Mm-hmm. Here's the first hadith. Bi sanadin rijal thuqat. This hadith here, the chain of transmission or the chain of narration, all the men are the men of Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Here is after an, here we see an Ibn Abbas qala, inna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qara'a, he start to read, afara'aytum al-lata wal-uzza wa manat al-thalithat al-ukhra, and then Satan puts on his tongue, tilka al-gharaniq al-ula, wa inna shafa'atahunna laturtaja, the satanic verses, this part, are the satanic verses. And then the people of Quraysh, the disbelievers, the mushrikun of Mecca, they started to be pleased with Muhammad. Fariha, fafariha al-mushrikuna bithalik. Waqalu, and they said, qad dhakara ilahatana, he just mentioned our gods. In other words, with a beautiful style. And then afterwards, Jibril came, and what did Jibril do? He said, oh, Muhammad, what did you do? This is not from Shaitan. This is not from Shaitan, ya Muhammad. Hada min al-Shaytan. This is from Satan. Uh-huh. You see? Hada min al-Shaytan. Fa'anzal Allah. Now look at the abrogation. You see, you don't know, brother, don't talk. I'm here to teach you. I'm your teacher today. Look, fa'anzal Allah. What is Allah going to abrogate with? With Surah chapter 22, ayah 52. It's Nasr. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى. The ayah in chapter 22, ayah 52. You know that now. So how did Allah himself
abrogate the satanic verses? Huh? How? How did he abrogate it? With chapter 22, ayah 52. Huh? After how many years? 8 long years. That's hadith number one. Here's hadith number two. Okay. Look, just a second. Hadith number two. Bi sanadin sahih. We go to the next page, page 26. Look, same hadith. Bi sanadin sahih. Page 526. Page 526. Here is the entire page in front of you. Okay. An, after the an'anat, we see qara'a Rasulullah bi Mecca, when he was in Mecca. Surat al-Najm. And when he reached the part of ra'aytum al-lata wal-uzza, chapter 53, ayahs 19 and 20. Wa manat al-thalithatu al-ukhra, Surat al-Najm 19 and 20. Pay attention. Alqa, Satan cast on the tongue. Alqa shaytanu ala lisanihi. Lisan of who? Of Muhammad. Okay. Alqa shaytanu ala lisanihi. Just a second. I'm going now to prove to you that Muhammad became a mushrik. Watch. Yeah. This part, guys, are the satanic verses. This part. Don't interrupt me, brother. We are going to kick you if you continue to do that. I'm quiet. Don't interrupt. Behave. Respect. You are demanding respect. You're not being respectful. Mute. قالوا ما ذكر إلهتنا بخير قبل اليوم. The Quraysh of Mecca, the family of Muhammad, the pagans, they said, until this day, Muhammad never said beautiful stuff about our idols until this day. So today, Muhammad is speaking very beautiful. Then Muhammad became a mushrik. Watch. Fasajada. Muhammad became a mushrik. He did sujood to the idols. Wasajadu. Notice, sujood is an act of worship. Boom, boom. Okay. So Muhammad worshipped the idols. He became a mushrik. So my question is, I have one question. Yes. One question. Why do you follow a mushrik prophet, Habibi? Okay, I want to answer right now. Firstly, after Quran recitation in Salah, you make sujood, you know? Or in Surah Al-Najm, there are also the verses where you make sujood, you know? Know what I'm talking about? Go ahead. Refute me, Habibi, refute me. Okay. And on the other side, you showed me a book, and then you showed me just a page where it said that the hadiths are sahih. Maybe you can tell me which scholar at first graded them sahih or graded them thiqat, because I can show you that the hadith you told me are mursal. I think you know what mursal means, or don't you know what mursal means? Okay. No, brother, I think you still didn't realize who you're talking to, right? I realize what you said, but the hadith, you just showed me a page where it said sahih and not sahih and thiqat and not thiqat. Are you done, brother? Don't teach me. I told you before, don't teach me. I'm here to teach you. Okay? No. Don't teach me. When you say something else, I will correct you. No, you can't correct me. I'm your teacher. Look, you're not my teacher, brother. You're not anything. You are a stranger to me. I can teach you and teach your imam too. Don't worry. وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. Do you see it? The same page. وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. أَيُّ عَالِمْ قَالَ عَلَيْهِمْ صَحِيحِ. وَقَالَ الْهَيْثَمِ وَقَالَ الْهَيْثَمِ رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِ وَرِجَالَهُ صَحِيحِ. Boom. خلاص. Okay. Now here's book number two. Book number two. You can't teach me nothing, brother. I'm here, your teacher, today. I'm going to show you also book number three. Just a second. Book number three as well. Okay. So guys, I showed him one book. Now is book number two. Okay. Have you ever heard of Majma' al-Zawa'id? What is that? You see, you don't know, so don't say I can teach you. No. So don't lie, brother. I'm here, your teacher. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لإمام الهيثمي لإمام الحافظ الهيثمي جزء السابع. Okay. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. Page 115, that's where we're going to go to. Volume 7 by Imam al-Hafiz al-Haythami. Okay. Ayoh. Look how old this book is, brother. Yes, I have it's from an Egyptian scholar. It's from an Egyptian scholar, yes. Aywa, thank you very much. Here is the page. Look, 115.
115. Look, An Ibn Abbas. What does it say? Same hadith, وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. Now, regarding the Mursal, and I'm going to help you. I'm helping you. You can't teach me anything, Habibi. So the men in the chain are of a Sahih. Do you see it? Regarding the Mursal, let me tell you about Mursal. Speak out. Let me finish. وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ مُرْسَلُ. So another hadith was mentioned, was brought up. وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ مُرْسَلُ في سورة الحج أطول من هذا. So this one on top, what I'm trying to tell you, teach you. I'm not telling you, I'm teaching you. This hadith is sahih. But here in the bottom, you see here the black line, where another hadith, and I'm going to show you exactly which hadith. Yeah. في سورة الحج أطول من هذا. Longer than this one above. Okay, on top. من هذا ولكنه ضعيف الإسناد. Why? Let me tell you which one that is. Are you ready? Yes, I'm hearing what you say. Take notes, Habibi. I'm teaching you. I'm not. You can't teach me anything today. Very respectful and decent, please. No. It's if I'm your teacher, I can call myself your teacher. You're nothing. Go yalla. Yalla. من هون. Yalla. You demand respect. You yourself are not respectful. He's not respecting the teacher. Go down and learn from downstairs, from the chat. Look. This guy ask respect, he can respect himself. Look, page 527, the same book, the one before. Remember, Durr al-Manthur, this one. Just a second. This one. No. This one. Same book. Remember, the first book. Now let us go to page 527 that I showed you earlier from this same book. Page 527, what the scholars are lying about, guys, is that on page 527, you have a hadith called Mursal Sahih al-Isnad. So this kid here, he's now my dhimmi here underneath in the chat, my dhimmi. This is another long hadith that is Mursal. But the other ones that I showed you, ya jahil, are Sahih al-Isnad. This one is Sahih on page 526. Sahih. On page 527 is the one that your scholars are talking about. Brother, I can teach you. I can teach about all of this. I'm an expert on satanic verses. I can teach your imams. Brother, I think some one in the comments is in his class or is from his friend. It's a girl. She said, what are you doing, Yahya? Maybe from a school or something like this. Yeah. Brother, he is deaf, Yani. Yeah. They are calling him back, basically, right? Look, yes. Here is book number 3. I have all the books that we need, brother, for the satanic verses. Book number 3. And everything is physical book. I don't need even... Just a second. Mute. Can you mute, brother? Look, here's another hadith called, book called Al-Ahadith Al-Mukhtara, right? Yeah. Volume 10, yes. By Al-Maqdasi, Imam Al-Maqdasi. Yes. Imam Al-Maqdasi, okay? We go and we open from Volume 10, Juz Al-Ashir, Volume 10 from this book. We open the page on page 89. Here's the entire page, and also the same about the satanic verses. Look here again. Here downstairs we see وَقَالَ رَوَى الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِي وَرِجَالَهُمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ صَحِيحِ. The people in the chain are of a sahih. Okay? So, how many books do I need to show you guys? We showed you before when I was walking outside. We asked Brother Harut to show from Asbab al-Nuzul Tafsir. So we basically showed you not one, not two, not three, but four different books. Four different books. Brother, I have a question, because if there were so many hadiths which were sahih about this topic, and the writer of the books
They would write about this. How could they stay as a Muslim if they knew that Muhammad was mushrik and this is satanic and it's a pagan religion? Why did they write this? The answer, brother, the answer is very simple. Like this jahil who I was talking to, a kid, he could be my son, brother. He's a kid. Hello. Go play some video games, Habibi. Muslims are parrots. They don't read like we read. We download their books. We buy their books. We read from their books. What Muslims do, they go to their imams. Like, mute. Can I ask a question? Kick him out. Kick him out. You know, you're not respectful. Muslim, kick him out. This is not respectful. Come back you when said, you're respectful. You don't say hello, nothing. So, brother, the answer is very simple. Muslims don't read their books. They only listen to the imams. And what do the imams say? Hadith is mursal. Hadith is mursal. No, it's not. The hadith about the satanic verses, you have multiple books. Multiple books. I showed you how many hadiths. Three different books showing you the chain of narration is sahih. And we showed you the mursal one. So the imams are talking about the mursal one, but they hide the sahih ones. Did you catch it? So they don't speak about the Mursal ones. So furthermore, regarding Mursal hadiths, let me show you what Ibn Hajar said. Last time we discussed it, but this jahil doesn't know what he's talking about. So let's see what Ibn Hajar said about Mursal hadiths. And I'm also going to show what the Maliki scholar said. Fath al-Bari by Ibn Hajar al-Asqalani, volume 8, page 439. Contrary to what Abu Bakr ibn al-Arabi and al-Qadi Iyad, because these people are liars. These imams are liars about satanic verses. So we're going to spank them. Ibn Hajar actually is going to spank them. Watch. Contrary to what Abu Bakr ibn al-Arabi said and al-Qadi Iyad said, have claimed, whereby the story has no basis at all. So they lied about the satanic verses. Ibn Hajar is going to barbecue them. Watch. When? So here, who's talking? Ibn Hajar. Habibi, who wrote Fath al-Bari. When the paths of a hadith are many and distinct, it shows. So basically, many, many, many hadith books are mentioning the satanic verses, and these are separate, independent sources, okay? Distinct. It shows that the report has a basis. So, as I said, so Ibn Hajar continues talking. There are three authentic, but mursal chains of for it. So Ibn Hajar explains that there are at least, how many? Three mursal chains. But they are yes. Among them, what meets, and now here comes the nuclear bomb. Watch, guys. Oh, everybody focused. Among them, what meets the criteria of the two Sahih. What is the two Sahih? Meaning Imam Bukhari's Sahih Bukhari and Sahih Muslim's collection. Yes. Sahih Muslim. Yes. That's the two Sahih. But for the fact that they are Mursal, these constitute proof for both those that accept Mursal reports as proofs and those that do not, due to the mutual strengthening of the chains. So Imam Ibn Hajar al-Asqalani, basically the Amir for the explanation of Sahih al-Bukhari, he explains that there is a basis. And this is why, now look at Shaykh al-Islam, Ibn Taymiyyah. What did Shaykh al-Islam say? Ibn Taymiyyah. Let's see what he said. Let's see what Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah himself, the teacher of Ibn Kathir, guys. And by the way, this kid that I was talking to, he follows Imam Ibn Taymiyyah because Salafi, with the black flags, they are jihadi boys, terrorists. They follow Ibn Taymiyyah. Okay, this is Ibn Taymiyyah. So let's see what Ibn Taymiyyah said. Let's see what Ibn Taymiyyah said. Ibn Taymiyyah, brother, said the following. Ibn Taymiyyah against the majoritarian opinion of the scholars. So Ibn Taymiyyah was against the other scholars of this day. Accepted. So what did he accept? Watch. Accepted the historicity of the satanic verses. Boom. So he said the satanic verses are history. They are real as something wholly consonant with Muhammad's status and mission as the messenger of Allah. Ibn Taymiyyah
asserted that belief in the incident, meaning the Quraniq, the satanic verses, was the position of the early Muslims, the Salaf. So what is Ibn Taymiyyah saying? The first three generation of Islam, Muslims, meaning the Sahaba, the Tabi'een, and the Tabi'een of the Tabi'een, so this Sahaba, their students, and the students of the students, all of them believed that it was authentic. Boom, boom, done. And we can find this information in Shahab Ahmad by for Ibn Taymiyyah and the Satanic Verses. He wrote this book in the year 1989, page 122. He's literally quoting what Ibn Taymiyyah believed. So the three first generation of Muslims all believed. They never said the Satanic Verses is fabrication. Who came with the lie that it's a fabrication? Much later scholars. Aha. Unbelievable. Okay, the Muslim is waiting. Should we call him up now? Kann man das irgendwie irgendwo auf Deutsch finden? Diese Quellen und so, was er so vorliest auf Deutsch, auf Englisch. Bruder, hast du ein wenig verstanden? Ich habe nichts verstanden. Also, darum habe ich gefragt, ob man kann so quälen, damit ich auch Muslime zeigen kann. Dann persönlich. Okay, ja. Ich frage ihm erstmal diese Frage, aber ich glaube, das gibt es nicht. Brother Rob, the brother asked, I said to him, I think, no, there are not translations. He asked, are there translations in German from these books? No, right? No. I don't believe so. Okay. These books they will never dare to translate these books because many Muslims will leave Islam. Bruder, wieder locker, er hat gesagt, auf gar keinen Fall. Und wenn, dann werden die, erstens, es gibt falsche Übersetzungen, sogar auf Englisch. Mhm. Und wenn, die würden das niemals übersetzen, weil dann würden unnormal viele Muslime würden den Islam verlassen, 100%. Okay. Now let me show you more, brother. Let me show you more. I'm not done. I have one more trump card in my hands. Okay, brother, should I? Yes, brother. This is a trump card. This is the atom bomb. Let's see, Sheikh Al Albani. The Sheikh Al Albani is the hero of Muslims of today, right? What did Sheikh Al Albani say? Boom, boom. Look, Sheikh Al Albani himself, in his book called Sahih Al Sira and Nabawiyyah. So, Sheikh Al Albani wrote this book. And he collected basically the biography about the life of Muhammad, what is literally Sahih, about the life of Muhammad. So basically the biography about the life of Muhammad that is authentic. Translate, brother. Er erzählt über das Leben von Mohammed und das ist das Authentischste. Und die Muslime sehen Al-Albani als sozusagen als authentischsten Überlieferer für sein Leben. Sahih al-Siran al-Nabawiyyah von Sheikh Al-Albani. Der authentische, prophetische, also sozusagen Bezug nehmend auf Sira ibn Kassir, seine Biografie von Mohammed. Okay, so he wrote this book to talk about the authentic stories for the life of Muhammad. What did Muhammad do? What did Muhammad say in the early, or basically in the life of Muhammad? Like that. He got from the rest of the Siras, like, Ibn Kathir wrote Sira, Ibn Hisham, Ibn Ishaq wrote Sira, right? So he got it from there and he only put in this book the Sahih ones. Now look what he said in the same book. Who? Sheikh Al-Albani, your hero, ya Salafi boys. Look, we go on page 206 of this book. Page 206, okay? Here's the entire page. Page 206. You see, I have all the books, guys. Look what Sheikh al-Islam, the new Sheikh al-Islam, Sheikh al-Albani said. Sheikh al-Albani said, the origin of the story of the satanic verses is in Sahih. Inna asl al-qassa fi Sahih. And he's talking about the shaitan, look. مَا يُلْقِي الشَّيْطَان ثُمَّ يَحْكُمُ اللَّهِ. So he's talking literally about the nasakh, right?
فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانِ So, Sheikh Al-Albani, guys, for the people who are not understanding what's going on. You know, if we go to sunnah.com, you remember him. You can find him often after the hadith, right? Sahih by Al-Albani. That Al-Albani, guys. That's the guy I'm talking about. So he said the story of the Quraniq, the story of the satanic verses, has an origin, meaning it's sahih. Boom, boom. Let me translate, Bruder, for wieder Luca, Bruder. Ich erkläre dir jetzt kurz. Es ging jetzt seit einer Stunde geht es um die satanischen Verse im Koran, und zwar in Sure 53. Zwischen den Versen 19 und 20 gab es damals einen satanischen Vers. Ja, und den haben wir gerade ganz am Anfang, als dieser eine Kerl drin war mit den drei schwarzen Flaggen. Da haben wir ihm gezeigt. Ja, ich kenne das mit der satanischen Vers, ich habe schon verstanden. Also nur das, was er vorliest und so, was er beweist, ja, so, weißt du, das und er verstanden. Ja, Bruder. Er hat jetzt, weil die Leute sagen, nein, das ist nicht authentisch und das stimmt gar nicht in den Tafsiren und so weiter, hat er jetzt gerade drei größten Gelehrten sozusagen, von Ibn Taymiyyah und von Al-Albani, der das Leben von Mohammed in diesem Buch geschrieben hat, und noch zwei andere Hadithe genannt, die ganz klar sagen, dass das authentisch ist, Sahih. Siehst du ja gerade. Das heißt, ja. Mohammed und seine Familie haben, also die Sahaba haben sich vor diesen Kranichen auf, die haben das angebetet, und erst 8 Jahre später wird das abrogiert. Musst du dir mal vorstellen, 8 Jahre später. Und da in dem Sinn gibt es so einen Hadith, so zum Beispiel bei sunnah.com, die das klar beweist, dass er 8 Jahre lang diese Statue angebetet hat. Let me explain. Yeah. Because I don't have much time, I have to go, guys. Look, okay, let me explain in easy language. When Muhammad was in Mecca, before going to Medina, in the early stages of his prophethood, Muhammad is in Mecca, right? He has no power, he has no army yet. He starts to receive Surah An-Najm, chapter 53. And in chapter 53, as we read earlier, after Ayahs 19 and 20, the satanic verses were put on the tongue of of Muhammad by Satan himself. Right? تِلْكَ الْغَرَانِيقَ الْعُلَى وَإِنَّ الشَّفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى Satanic verses, two of them. The abrogation, Allah abrogated the satanic verses after how long? After 8 years. After 8 years. So when Muhammad went to Medina, then after reciting Quran for 8 long years, for some reason, Allah then wakes up and decides to abrogate the satanic verses that he received in Mecca. In chapter 22, ayah 52, satanic verses abrogated in Medina after at least 8 years. Wow. Do you see how easy it is to explain it this way? Now it's become easier, right, guys? Yes, this is very easy to understand. Yeah. So, yes. The question also, the verse wurde in Mecca offenbart und in Medina abrogiert. Yes. 8 Jahre später, ja. 8 Jahre später. Okay. So the abrogation happened after 8 long years. So this is, you see, guys, we have all the keys. We have all the explanations. And we showed you today how the scholars lie and hide the sahih chains of narrations. We showed you at least 3 different sahih hadiths. You see, I took a screenshot. Bi sanad in sahih. The chain of narration is what sahih. So, and we showed you Ibn Hajar al Asqalani. What he said, we showed you Ibn Taymiyyah, that he believed in it. And he even said that the 3 first generation of Muslims, the Sahaba, the Tabi'een, and the Tabi'een of the Tabi'een, all of them believed that the satanic verses were Sahih. Boom, boom. Kannst du bitte fragen, also der satanische Vers ist in 22, 53 und in 53, 22? Nein, der war in Sure 53 zwischen den Versen 19 und 20. After 19 and 20, afters. Nach den Versen 19 und 20. Genau, aber ich meine, also sind da 2 Suren, oder? Also in 2 verschiedene Suren sind diese Verse. That's okay. Here, exactly here. Look, let me show you where.
Here. Yes. Here, exactly the place before the abrogation, brother. Look, satanic verses before. Pay attention, the abrogation. After Ayahs 53, 19, and 20, here are the satanic verses, this part. You know that's it. تلك الغرانيق العلى verse number 1 and verse number 2 وإن شفاعتهن macht screenshots Leute macht screenshots bitte macht screenshots bitte das sind die satanischen Verse da waren die dazwischen und in Sure 22 dann später nach 8 Jahren wurden sie abrogiert yes thank you Luca mach mal bitte screenshot ich kann nämlich nicht ich habe gemacht ich bin überall um screenshot machen aber ich verstehe nichts aber screenshot Egal, weißt du. Ja, ja, screenshot das und schreib uns mein Telegram. God bless you, bye bye, God bless you, family, bye bye, see you later. God bless you, thank you, thank you. Hallo, Abuha, ich habe Streamaufnahme gemacht. Wow, super, Bruder. Hervorragend. Bitte, am besten hast du YouTube? Einen YouTube-Kanal, Bruder, oder irgendwie sowas? Nein, Bruder, das leider nicht. Wahrheit, schick uns das auf Telegram, Bruder. Wir also können das 7 Sekunden oder so, ne? Nicht jetzt denken, dass ich die ganze Dings aufgenommen habe. Ich hab macht alle Dings. Nee, aber Bruder Harut, du kannst doch den Stream downloaden. Genau, er hat doch den ganzen Stream. Für YouTube, Stream. Ja, für YouTube kannst du den Stream auf jeden Fall downloaden hier von TikTok. Halt ohne Kommentare. Blessing, Brother Rob. God bless you, Freunde. Yes. God bless you, Rob. Hallo, Amucha Huno. Bruder, dieses Thema mache ich so einmal immer in der Woche bis jetzt, beziehungsweise, ja, wir haben das, glaube ich, einmal die Woche immer jetzt gemacht, seitdem er hier ist. Das ist so ein heftiges Thema, weil das voll, also das ist wirklich sehr ausführlich, das Thema. Und ja, ich liebe dieses Thema, vor allen Dingen, die Frage, die der Luca hatte am Ende, ist eines der wichtigsten Fragen und ich habe die auch davor einmal gestellt, nur ein wenig anders, warum das halt nicht übersetzt wird. Und ist ja klar, ihr wisst ja, die Imame und die Chefs, die verdienen ja ihr Geld damit und ihnen die Leute folgen denen, richtig? Wenn die das jetzt übersetzen würden oder darüber erzählen würden oder debattieren würden, würden sie alles verlieren. Und das ist ja, Jesus sagt ja, wenn du mir folgst, alles wirst du verlieren, aber du wirst alles gewinnen. Deswegen wollen sie das nicht übersetzen, oder? Jemand wurde ja abgestochen, oder? Die über die satanische Verse geschrieben hat. Wie heißt der Typ? Das kann sein. Ja, jemand hat so geschrieben, jahrelang hat man ihn dann irgendwann verwischt. Bruder Harut, eine Frage noch ganz kurz. Rob, ich habe irgendwas mit Mekka mitbekommen. Kommt der aus Mekka? Nein, Bruder, das war nur ein Spaß, weil der hat einfach zwischendurch... Ich dachte, Zeit vielleicht hätte er ehrlich damals in seiner Jugend oder so vielleicht da gelebt oder so, weißt du? Groß geworden oder so, dachte ich. Ja, das war nur ein Gag. Ich habe dann, als er gefragt hat, wo er kommt, habe ich einfach aus Spaß gesagt, Mekka. Also, habe ich das richtig verstanden, Bruder? Der Vers wurde ausradiert aus dem Koran. Also ja, genau. Der Vers wurde dann 8 Jahre später wurde der Vers weggenommen. Genau. Also der Vers später. Ist nicht mehr im Koran jetzt, also wegen Abrogation. Oder ja, ganz genau. Und ich zeige dir jetzt ganz kurz den Tafsir, wo diese eine drin war mit den drei schwarzen Flaggen, weißt du noch? Ja, ja. Vor gefühlten 2 Stunden. Ich zeige dir jetzt nochmal ganz kurz den Tafsir, den wir vorgelesen haben. Und zwar war das der hier. Hier ist die Abrogation in Sure 22, Vers 52. Das ist die Abrogation, ne? 8 Jahre später. Okay, ja. Und in dem Tafsir steht drinnen, schau mal. Here, for Sure 53, 19, 20, the devil put on his tongue, also der Shaitan hat Mohammed was auf die Zunge gelegt, what he had secretly wished and hoped for, also was er insgeheim, also im Geheimen eigentlich gewünscht hat und wofür er gehofft hat und sagte, these are the mighty cranes, auf Arabisch Garanik, das sind die starken oder diese mächtigen Kraniche, and their intercession is hoped for, also ihre Anbetung sozusagen, dass man sie anruft und nach Hilfe ruft, ist gewünscht, ist gehofft.
Und das ist Alat, Al-Uzat und Manat, diese drei sozusagen kranichartigen, die haben diese Götzen, die haben damals diese angebetet und haben dann gedacht, okay, die fliegen jetzt sozusagen zu Allah und erfüllen dann deren Wünsche. Und was haben die dann gemacht? Schau mal hier. When the Quraysh heard this, also als diese Götzendiener von Quraysh das gehört haben, dass Mohammed das gesagt hat, also dass der Shaitan, dass seine Zunge das gesagt hat, they were very pleased. Sie waren glücklich, Bruder, die Götzendiener. Weil die haben endlich mitbekommen, wow, Mohammed redet so schöne Sachen, wir dürfen unsere Götzen anbeten. Und danach, the messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, carry it on reciting until the end of the surah. Also danach ging es weiter von der ganzen Sura 53. And then prostrated. Und dann prostrated. All the Muslims followed, sweet and prostrated. Also die ganze Sahaba, Bruder, und Mohammed haben das dann angebetet. Ja, alle Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ich habe mal eine Frage. Ich habe, warte, ich muss kurz gucken, welche Sure das war. Sure 2, 100, also Vers 136, ne? Ich muss kurz scrollen ein bisschen. Da steht, sagt, wir glauben an Gott, sage ich jetzt einfach mal, und an das, ja, was zu uns als Offenbarung herabgesandt worden ist. Und an das, was zu Ibrahim, also Abraham, Ismail, Ishak, Jakob und den Stämmen herabgesandt wurde. Und an das, was Musa und Isa, also gemeint ist Jesus, gegeben wurde. Und an das, was den Propheten von ihrem Herrn gegeben wurde. Wir machen keinen Unterschied bei jemandem von ihnen, und wir sind ihm ergeben. Mhm. Also, da steht doch ganz klipp und klar, dass kein Unterschied ist zwischen Tora, Evangelium und angeblich Koran. Mhm. Und dann ist es doch auch ganz klar, dass die uns akzeptieren müssen. Dann verstehe ich gar nicht, wenn bei denen sowas drinsteht, warum stellen die sich da draußen hin und reden gegen uns? Verstehst du, was ich meine? Und dann wollen die sagen, dass irgendwas verfälscht ist und können noch nicht mal sagen, was verfälscht ist, weil die kein Original haben. Kein Original-Injil, kein Original-Tora, was ja laut denen verfälscht ist. Verstehst du, was ich meine, ein bisschen, Bruder? Ja. Die, diese ganze Ablehnung von Christen ist ja eigentlich im Prinzip dadurch entstanden, dass Mohammed erstmal in Mekka sozusagen diese Offenbarung, die er haben wollte, die er bekommen hat, weitergeben wollte und sozusagen Leute, Anhänger finden wollte. Und die Christen, wie wir schon eben geklärt haben, hatten ja die Bibel. Das heißt, die haben ganz klar gesehen, hey, was ist das? Was redet der da? Das ist was ganz anderes. Der ist kein Prophet. Und in unserer Bibel steht ganz klar, dass der Herr Jesus Christus wiederkommen wird und uns zu sich nehmen wird. Fertig. Was im Koran steht, was ganz anderes. Und die haben dann gesehen, Allah hat erstens keinen Sohn, dann ist er kein Vater, dann hat er den Herrn Jesus Christus nicht gekreuzigt. Die haben sich erschrocken. Sofort haben die gewusst, das ist nicht von Gott. Und er wollte halt sozusagen schleimen, Mohammed. Deswegen gibt es ja einen Hadith, wo er für einen Vorfall gefragt wird. Da ging es um eine Steinigung von einer Frau. Und die Juden kamen dann zu ihm und wollten dann eine Meinung von ihm haben. Ja, wie sollen wir jetzt diese Frau bestrafen? Und er hat dann die Hand auf die Tora gelegt und die Tora wurde auf ein Kissen gebracht und er hat dann gesagt, ich glaube an den, der das gesandt hat und an das, was da drinnen steht. Das heißt, er war ein Heuchler. Mal war er für die Juden ein Jude, dann war er bei den Christen ein Christ, wo er seine Frau geheiratet hat, die erste Frau Khadija. Und mal war er sozusagen ein Anhänger seines eigenen Fake-Glaubens, also ein Moslem. Und dann hat er Ablehnung erfahren und hat dann sozusagen, als er dann von Mekka in Medina und dann seine Kriege geführt hat, ist er dann wieder zurück nach Mekka und hat dann entschieden, dass alle, als er in der Mehrzahl war, alle sozusagen vertrieben wurden. Und deswegen steht manchmal, Tora und Evangelium ist von Allah und manchmal, und dann steht
dass es als Rechtleitung ist. Dann an einer anderen Stelle steht drin, dass Isa nicht gekreuzigt wurde. Das ist ein Mischmasch einfach. Und Christen wussten sofort Bescheid. Schon. Absolut krass, absolut krass. Genau. Kann ich eine Kleinigkeit kurz vorlesen? Ja, der Bruder. Das sind nur 6 Verse. Ich lese aus dem 2. Korinther aus Kapitel 4, Abvers 1 bis 6. Mhm. Darum, weil wir diesen Dienst haben, also den Dienst des Herrn, den wir empfangen haben, das Evangelium zu verkünden, wird hier gemeint, wie uns auch Barmherzigkeit widerfahren ist, werden wir nicht müde, sondern wir haben den beschämenden Heimlichkeiten abgesagt und haben keine unlauteren Absichten, verfälschen auch nicht Gottes Wort, sondern empfehlen uns durch Offenbarung der Wahrheit dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Ist nun aber unser Evangelium, spricht Paulus hier, verhüllt, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei denen der Gott dieser Welt das Denken der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi aufscheint, der das Ebenbild Gottes ist. Und dann noch 2 Verse. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als den Herrn, uns aber als eure Knechte um Jesu Willen, weil wir uns erniedrigen lassen, sagt er sozusagen, weil wir das alles auf uns nehmen da für Jesus, also für Gott. Denn genau. Gott, der das Licht aus der Finsternis hervorleuchten ließ, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, um uns zu erleuchten mit Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Amen. Genau. Da lesen wir das doch aber auch ganz klar. Bei denen das Evangelium, was hier in der Bibel steht, verhüllt ist, weil sie die Herrlichkeit darin nicht sehen können, das sind die, genau, bei denen der Gott dieser Welt, das Denken der Ungläubigen, also die das nicht begreifen können, verblendet hat. Er hat ihnen den Sinn verblendet. Ganz klipp und klar. So dass sie nicht die Herrlichkeit des Evangeliums Christis, dass ihnen das nicht aufleuchtet, in meinen Worten. Ja, das stimmt. Das heißt, durch diese Verblendung werden sie sozusagen, oder haben sie ihre Ewigkeit auch verspielt, ne? Weil der Mensch hat einen freien Willen und jeder kann ja freiwillig das Evangelium annehmen, ne? Richtig? Genau, und die haben es nicht getan, oder schade. Oder das wird so ein trauriger Moment sein, wenn beispielsweise jetzt ein Mensch vor dem Gericht Gottes steht, ja, und es sterben täglich Menschen, die werden dann irgendwann, also was heißt irgendwann, nach ihrem Tod, der steht ja geschrieben, erst kommt das Leben, danach kommt das Gericht. Man lebt, danach kommt das Gericht. Und der Herr Jesus Christus wird einfach sagen, du hast nicht geglaubt. Das war ein Geschenk. Tschüss. Bruder, das wird einfach zu krass sein, wenn diese Menschen dann sagen, was habe ich gemacht? Sie werden an ihre Brust schlagen. Das ist ein Zeichen in der Bibel dafür, dass sie sozusagen einsehen, dass sie falsch gelegen haben. Aber dann wird es zu spät sein. Ja, Bruder, es wird zu spät sein. Und gerade bei jetzt, sage ich mal, bei den Religionen, die zum Beispiel im Judentum, wo es um den Messias auch ganz klar geht, dass sie ihn abgelehnt haben, die und auch die Muslime, wo es um einen Fake-Isa geht, also Fake-Jesus, Isa ibn Maryam, bei denen wird es halt extrem krass sein. Die werden dann sagen, ja, zum Beispiel die Juden traurigerweise werden sagen, nein, und wir glauben doch an den Gott, du bist doch derselbe Gott aus dem Alten Testament, wir haben doch an dich geglaubt und so weiter. Und sie haben aber nicht an die Menschwerdung geglaubt. Und die Muslime werden sagen, du bist doch im Koran, wir haben doch geglaubt, dass du ein Prophet bist. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ganz traurig, Bruder. Sehr traurig. Sehr, sehr traurig. Was wird der Lohn der Sünde sein? Ja, Bruder, das ist dann der zweite Tod, Bruder, ne? Genau, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Ja. Schade, Bruder. Das ist wirklich schade. Aber lass uns nicht, ja, das, was heißt, das ist sehr schade, das ist ein Punkt, das ist einfach. Aber jeder ist für sein Leben sozusagen dann selber verantwortlich. Das wird für die Christen, die errettet sind, der schönste Moment sein, vor dem Herrn Jesus Christus zu stehen. Und als sein Kind Gottes wird er sagen, ja, ich kenne dich, mein Kind. Und wir gehören nicht zu denen, Leute, wir gehören nicht zu denen, die sagen, ja, Herr, was haben wir mit, wir haben in deinem Namen das getan, dies getan, jenes getan. Überhaupt gar nicht. Wir sind gar nichts von Gott. Verinnerlicht euch das. Wir sind nichts. Wir haben niemandem geholfen. Wir haben niemanden gepredigt. Wir haben nichts aufgeklärt. Wir sind Schmutz. Wir sind gar nichts vor Gott. Wir haben wirklich nichts. Der Herr hat alles getan. Gelobt sei der Herr. Gepriesen sei sein Name. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und nur der. Ich, elender Mensch. Wer wird mich von diesem Leib des Todes erlösen? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Jungs, ich grüße euch ganz herzlich. Hier ist Hammer Patriot 3x1. Ich glaube, ich war gestern hier ganz kurz. Dann ja, mein Lieber. Ich grüße euch. Ja. Erlaubt ihr mir wieder ein paar Seelen mitzunehmen bei uns im Himmelreich? Ich kann nur kurz. Natürlich sehr gerne. Nee, ich danke euch. Ja. Also, ich möchte ganz kurz nochmal zu dem Publikum, vielleicht die jetzt so am Überlegen sind, wovon reden wir, wer ist Jesus hin und her. Lange Rede, kurzer Sinn, pass auf. Ich erzähle mein kleines Zeugnis so für euch, damit ihr wisst, wie ich eigentlich dazu gekommen bin. Ja? Also, 96 war ich ein Junkie auf der Straße, auf einer Straße, von einer Mülltonne gefressen, war richtig kaputt, HIV positiv, Hepatitis C, volles Programm. Lange Rede, kurzer Sinn. 2000 kamen zu mir Leute an, so wie ihr, Christen, haben mir erzählt, ja, es gibt Jesus in der Nähe, komm mal bitte zu dem. Ich habe gesagt, verpiss dich mit deinem Jesus, ich will mit dem nichts zu tun haben, lange Rede, kurz zu sehen. 2001 war ich schon gebückt von Jesus, weil Jesus sagt, ich wähle euch aus, nicht du wählst mich aus, sondern ich, genau so einen brauche ich. Ich habe dich angerufen, ich hatte letzte Cent, 19 Cent oder 19 dieser Markcent, weiß ich nicht, was das war. Auf dem Telefon, weißt du noch, die alten Nokias, diese ganz alten Dinger da, diese ganz schmalen, habe ich angerufen. Ich habe gesagt, komm mal bitte vorbei. Die kamen vorbei. Ich habe gesagt, könnt ihr mir bitte helfen? Ich sage, nein, wir können dir nicht helfen. Ich sage, wollt ihr mich verarschen? Ihr wollt mir die ganze Zeit von Jesus erzählen und jetzt könnt ihr mir nicht helfen? Nein, wir können dir nicht helfen. Ich sage, was ist das hier? Ich wollte mich wirklich weghängen an dem Tag. Und dann auf einmal sagt er zu mir, nur Gott kann dir helfen. So, jetzt komme ich zu dem Punkt, an die Hörer, die hier zuhören. Jetzt hört mal genau zu, was ich gemacht habe. Und das habe ich jetzt nicht mit Glauben gemacht, nicht mit Wissen gemacht. Ich hatte keine andere Wahl. Ich hatte eine Wahl, oder ich bringe mich jetzt um, also Selbstmord, oder ich stehe auf die Knie und wähle den Herrn oben an. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe gesagt, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, komm bitte in mein Leben, vergib mir meine Sünden und zeig mir, dass du wahrer Gott bist. Das ist eigentlich der Trick bei der ganzen Sache, weil der Teufel versucht, immer irgendwas zu erklären, das, hin und her. Jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Und ich sage euch eins, 2001 ist der bei mir im Knast gekommen, das war voll die hundertprozentige, ihr könnt euch gar nicht vorstellen. Guck mal, was ich sagen will, ja, wir können ja hier zum Beispiel sagen, wenn wir jetzt muslimische Volk anfassen, Jungs, ihr müsst mich verstehen, meine Sicht ist ganz einfach, ja, ich segne muslimische Volk, ich segne islamische Volk, ich sage Gott, bitte segne die alle, damit die Wahrheit erkennen, so, das ist mein Gebet. Amen. So, in dem Sinne, ich segne jeden Muslimen in diesem Land und egal auf welchem Planeten, ich sage, hör mal, ich sag euch noch knallharter, ich sag euch immer zu, es ist besser, wenn die Muslime regieren, als die LGBT, ich will das jetzt nicht nennen, Pädophilie hier ins Land kommt und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn, aber, was ich damit sagen möchte, ja, hör mal, es gibt nur einen einzigen Weg zum himmlischen Vater. Natürlich kann man sagen, es gibt 7 Milliarden Wege zu dem himmlischen Gott, weil wir 7 Milliarden Menschen sind, ja, kann ich mir schon einfach sein, aber um Sohn zu sein, um Kind zu sein, um im Geiste, ich rede jetzt nicht fleischlich, die kommen zu mir und sagen, wie kannst du denn Sohn sein, wie kannst du denn fleischliche jetzt Kind Gottes sein? Ich sage, ich kann es gar nicht. Ich kann es nicht fleischlich, weil ich Sünder bin. Wie geht das denn? Das geht doch gar nicht. Aber im Geist hat er mich wiedergeboren. Das heißt, ich bin wiedergeboren, ich habe eine Erkenntnis, Jesus hat mir die Augen eröffnet und hat mir gezeigt, ey, ich bin wiedergeboren, ich bin heute nicht 43, ich bin heute 21 Jahre alt.
ich habe eine Begegnung mit Jesus im Knast gehabt. Nicht, dass ich ihn gesehen habe oder so ein Verrückter, nein. Sondern der ist zu mir auf eine Art und Weise so gekommen, wo er zu jedem kommt, und das kannst du gar nicht beschreiben. Verstehst du? Wenn ich will auch gleich über den Geist reden. Ja, ja, sorry, dass ich gerade unterbreche, Bruder, rede weiter. Kein Problem, Bruder. Ich will nur sagen, hör mal, wir, weißt du, was ich meine? Das Problem ist, wir versuchen den Menschen zu erklären, diese Begegnung, die kannst du nicht erklären. Es gibt keine Erklärung für diese Begegnung, weißt du, weil jeder begegnet Jesus auf seine Art und Weise. Was du aber machen kannst, du kannst vom Herzen Jesus Christus anrufen und sagen, hör mal, was labert der Spinner da? Ist das so? Na klar, du kannst ihn prüfen. Du kannst Gott prüfen. Gott sagt, prüf mich. Prüf mich. Ruf den doch mal einfach an. Egal, welche Situation du hast. Einfach nur so. Sag ihm, hör mal, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, aber vom Herzen sprichst du dem, ja? Und pass auf, ich sag dir, besser sprich das nicht aus, wenn du nicht einverstanden bist, dass dein Leben sich verändert, weil es wird dich komplett radikal verändern. Und ich erzähle dir nicht jetzt von so einem süßen, schönen Leben. Nein, das ist der härteste Weg, den es überhaupt gibt. Weil du wirst aus der Dunkelheit entzogen. Und dann kannst du in diesem Licht wandeln und dann kannst du die ganze Dunkelheit sehen. Plus in dir ist noch diese Fleisch. Das heißt, es muss noch mit dir diese fleischliche Tod abgearbeitet werden. Das heißt, du musst sterben, damit du nicht mehr sagst, oh, ich bin ein guter Prediger, hin und her. Nein. Wie du vorhin gesagt hast, hör mal zu, Jesus durch uns. Und das Problem ist bei uns, bei Christen heutzutage, wir sind zu groß und Jesus bei uns ist zu klein. Unser Wissen ist zu groß über Jesus, aber Jesus lässt mir über uns nicht sprechen. Was ich damit sagen will, Jungs, ich entschuldige mich auch vielleicht bei allen Christen. Ich bin so ein Draufgänger, ja. Ich besuche keine Gemeinde und so weiter, ja. Weißt du warum? Weil ich bin Pastor von meiner Kirche. Meine Kirche ist heute meine Frau und meine Familie. Weißt du warum? Weil das die letzte Zeit ist, ja. Es ist Offenbarung 13 steht geschrieben, es kommen die Zeiten, wo kein Armer, kein Reicher mehr kaufen kann ohne oder verkaufen oder das Malzeichen 666. Das ist das Fax-System, entschuldige für das ist, was alle Menschen kontrollieren wird. Das heißt, es werden keine Spenden, kein Zehntel und so weiter. Es werden Verfolgungen sein und so weiter. Aber ich sag jetzt zu denen, die zuhören, Jungs, wenn du jetzt auch abgefallen bist als Christ, ja, richte dich nicht. Dir sind alle Sünden vergeben, alles, nicht nur jetzt Vergangenheit, sondern Jesus seine, weißt du, Vater hat doch das Teuerste geopfert. Er hat seinen einzig geborenen Sohn auf dem Kreuz getan. Ne? Überleg mal, Jesus sagt, ich bin für eure Sünden gestorben. Meinst du, Jesus ist nur für unsere Vergangenheit Sünden gestorben? Ist doch Quatsch. Für alle Sünden. Das heißt, ich spreche jetzt auch alle Christen an, damit du deine Beziehung zum Herrn erfrischst. Nicht dein Wissen, sondern deine Beziehung. Das ist das Wichtigste. Und diese Beziehung kannst du nur in deinem Kämmerlein erlangen. Im Knast, egal wo. Ich habe 20 Jahre dafür bezahlt, damit ich dieses diese mit Liebe auch, weißt du, was Korinther schreibt? Er sagt, von mir aus kannst du predigen, kannst du auch da prophetisch reden, kannst du, aber wenn du die Liebe nicht hast, ne? Deswegen, ich bin nicht einverstanden, so, ich sag offen, ja, wie wir Muslimen so beleidigen, das ist mein Ding, ja. Lass doch die dreckige Wäsche von denen oder von den anderen, von denen, lass doch mal weg, lass uns einfach Jesus predigen. Weißt du warum? Weil Amen. Aber mach, was du willst. Amen. Genauso bin ich auch eingestellt, Bruder. Weißt du warum? Weil ich denke, wir sollen Muslimen segnen. Das sind, weißt du, richtig. Ich denke, und ich tue jetzt auch im Gebet, alle Muslimen in Jesus Christus Namen, bete ich jetzt für jeden Muslimen in diesem Land. Ich segne euch, hör mal zu, ich segne eure Familie, eure Kinder. Ich danke, dass es euch gibt, ja. Und der Herr möge zu euch sprechen. Das ist mein Gebet, ja. Die Begegnung mit Gott, die verändert alles. Da kannst du nicht mehr wissen, weil ich weiß überhaupt nichts, ja. Ich möchte einfach nur morgens früh aufstehen und ich möchte gerne die Gegenwart Gottes spüren, dass er mit mir ist. Weißt du, weil. Was ist das, Bruder? Darf ich dir eine Frage stellen? Du kannst mir 100 Fragen stellen, aber... Guck, Bruder, und das ist das jetzt. Daran werden die Zuschauer vielleicht auch die Wahrheit erkennen. Guck mal, du warst im Knast, sagst du, ne? Und du hast da die Wahrheit für dich gefunden. Stimmt das? Nicht gefunden, sondern er hat mich da gefunden, Bruderherz. Ja. Genau, aber du musstest ja ihn suchen. Weißt du, ich meine, Jesus sagt ja, wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird auch getan. Jeder sucht, Bruderherz. Jeder, egal. Genau, Bruder. Jeder in der Welt. Keiner wird ja gezwungen, stimmt? Ja, nein. Gezwungen, wie meinst du das? Jesus? Doch, klar. Also keiner wird gezwungen, sag ich. Wir haben ja den freien Wille, weißt du, was ich meine? Nein. Pass auf, da gibt's Ausnahmen. Ich sag, der Prophet Jona, kennst du doch mit dem Ball? Ja, er wollte nicht predigen. Auf einmal sagt der Herr, komm mal her. Du gehst in den Ball, hat dann rausgeschaut. Okay, ich kann predigen. Weißt du noch? Hör mal, es gibt... Ja, natürlich, aber das ist was anderes. Nein, natürlich haben wir freie Wahl. Natürlich haben wir freie Wahl. Er zwingt keinen. Aber, hör mal zu, wenn derjenige Jesus kennenlernt, dann sagt er, warum war ich so doof und habe ihn vorher nicht angerufen? Weißt du, was ich meine? Das ist das Problem. Weil der Teufel versucht immer so mit theologischen Geschichten, mit dem, mit deiner Religion. Okay, Entschuldigung. Du hast recht. Aber was ich meine, Bruder, ist, guck mal. Ich war auch am tiefsten Punkt in meinem Leben, wo ich ankommen konnte, überhaupt.
Und genau in dem Moment kam Jesus. Weißt du, was ich meine? In mein Leben. Und das ist das, Bruder. Man muss, wie du gesagt hast, ich will nochmal das ansprechen mit dem Kämmerlein. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, weil er sagt davor, wir sollen nicht wie vor den, wir sollen nicht wie die Heuchler vor den Menschen uns hinstellen und beten und machen und tun, weil das ist genau, das ist Bullshit. Ja, ist ehrlich so. Guck mal, ich will kein. Weißt du, ich sag dir, ich habe viele Geschichten, ja, aber jetzt hör zu, ich war ja auch Multimedia. Ein Mensch, was ich sagen wollte, ganz kurz, nur ganz kurz behalte dein Wort, Bruder. Ein Mensch, der vom Herzen auf den Knien geht, alleine. Ja, alleine, genau. Genau, das macht nur ein Mensch wirklich mal, wenn er alleine ist, wenn er ehrlich das so sucht, wenn er das ehrlich. Ja, wenn er darauf vertraut, weißt du, was ich meine? Er muss das halt ehrlich einmal machen, so, damit er. Auch Gott zeigt, dass er sich auch ohne, dass andere Menschen mit ihm reden oder so, dass es von Menschen beeinflusst wird. Weißt du, was ich meine? Er muss selber danach suchen und da, genau da, in diesem Moment wird Gott sich dir offenbaren. Das ist einfach so. Das ist 100%. Ja, Jungs, ich sag jetzt nur so, ja, ich habe auch Christen beleidigt, ich habe auch Muslimen beleidigt, ja, aber heute habe ich das Erkenntnis und ich entschuldige mich auch bei allen Christen, bei allen Muslimen, ja, so in dem Sinne. Weißt du, warum? Weil, guck mal, ich habe eingesehen, ja, ich sehe manchmal so, ich will keinen richten. Weißt du, was ich möchte? Ich möchte einfach, dass Jesus durch mich spricht, weißt du was? Und seine Schafe hören seine Stimme. So einfach ist das. Und ich weiß, ich bin fest davon überzeugt, dass in diesem Sinne paar Leute sind, die morgen euch anschreiben und sagen, der war das, vergiss mich gibt's nicht, das war Jesus, hör zu, mich gibt's nicht, ich bin ein Junkie, ich bin ein Kaputter, ich bin niemand, hör zu, ich will kein Prediger sein, ich will gar nicht sein, ich möchte heute den Allmächtigen, den König der Könige preisen, weißt du warum? Weil dem gebührt die Ehre, Junge, der ist auf dem Kreuz für uns gegangen, hat unsere Sünden genommen, ich könnte jetzt heulen, Alter, so ein Mann, wo findest du so einen respektvollen Mann, so ein Gott, so ein Sohn Gottes, wo, zeig mir bitte einen, der respektvoller ist, zeig mir mal bitte, gibt es nicht, und dann kommt er dich noch besuchen, weil er kein Toter Gott ist, sondern eine lebendige Quelle ist des Lebens, die Wahrheit, der Weg und alles drum und dran. Leute, hört auf, Alter, das ist, hör mal, ich möchte, dass jeder von euch einfach, und wenn du auch Christ bist, wenn du in deiner Ecke bist und die Gemeindemitglieder haben dich runtergefahren, weißt du was, mach dein Kämmerlein zu, geh da rein, stell dich auf die Knie und sag, Jesus, bitte komm, vertrau nur auf den Herrn, verflucht sei der Mann, der sich auf einen Menschen verlässt und sich von Gott abwendet. Nur Gott allein, wenn Gott dich auserwählt hat, wird er das zu Ende bringen. Das ist das ganz einfach. Und wenn wir uns versammeln, sollen wir Lieder singen, sollen wir zusammen preisen, sollen wir den Herrn preisen, in der Liebe. Ich bin der Kleinste von euch, Jungs. Früher war ich der Größte. Oh, ich bin scheiß Prediger. Scheiß auf mich. Ich will von mir nichts zu tun haben. Weißt du warum? Weil ohne Gott bin ich niemand. Junkie, kaputter, richtig. Da gibt's, mit Jesus, weißt du, ich meine, das ist so einfach. Das stimmt, Bruder. Deswegen sage ich heute. Das ist die Gnade des Herrn, Bruder, die durch dich spricht. Ja, genau. Und deswegen möchte ich einfach sagen, hör mal zu, der Herr segne euch, Jungs. Wir sollen alle Gott suchen. Der lässt dich nicht einfach so finden. Weißt du, das ist nicht einfach mal nur so hier, hey, Jesus, komm mal hier oder so. Wenn du den anrufst, dann bitte, tu mal bitte einfach. Weißt du, ich sag euch eins, ja, zu allen Christen, ja, bitte, hört nicht auf Menschen. Bitte geht in eure Kämmerlein nach diesem Stream. Hört mir genau zu. Ich erzähle euch keinen Scheiß. Ich bin viermal gestorben, ja. Ich bin HIV-positiv, Hepatitis C. Ich habe so viel Leid miterlebt, ja, aber ich lebe. Der Herr hat mich leben gelassen. Ich habe wunderschöne Frau. Ich habe wunderschöne Kinder, die gesund sind. Hör mal, ich kann euch erzählen, mein Sohn ist zweimal gestorben. Bei mir auf den Händen, da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Was ich heute sagen will. Ich bin kein Charismat, ich bin kein Baptist. Du kannst mich nicht unter diesen 40.000 Denominationen einpacken. Weißt du warum? Ich bin seins. Ich gehöre dem Herrn Allmächtigen durch Jesus Christus und ich möchte gerne heute jeden Christ, ich weine jetzt für jeden Christ in diesem Land, Herr, bitte heb deine Christen, deine Kinder Gottes auf, bitte, dass die nur auf dich vertrauen, dass die nur mit dir reden, dass die nur, Herr, dich anbeten und dich einfach um Gnade bitten. Bitte, Herr, ich bitte dich für jeden in diesem Stream und derjenige, der zuhört, der Jesus noch nicht kennengelernt, du möchtest gerne Jesus kennenlernen. Ich möchte einfach nicht der Prediger sein in diesem Land. Wow, wieder ein Prediger, coole, das ist alles Bullshit. Unser Prediger ist Jesus Christus. Der ist der Größte, der ist der Coolste und das ist keine Heuchlerei. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich muss tot sein, damit er durch mich lebt. Das ist das, was er will. Und wir sind zu lebendig, Jungs. Ich rede von mir, ich bin zu lebendig. Es gibt so viele Scheiße in mir noch drin. Herr, bitte befreie mich von der Scheiße. Weißt du warum? Ich bete jetzt, der Herr, berühre jeden jetzt, der dazu hört. Einfach, dass du jetzt bei jedem vorbeikommst und einfach berührst, dass derjenige dich wirklich spürt, dass der sagt, boah, Jesus war gerade bei mir. Das ist so schön. Das ist so wunderbar. Immer Jesus war bei mir, hat mich besucht. Das ist das, wonach wir uns Christen, wir Kinder Gottes, jeden Tag trachten. Weil
ohne Jesus, hör mal, ich war Multimillionär. Und ohne Jesus ist doch scheiße, ist doch, schmeckt doch gar nichts, kein Brot, gar nichts schmeckt das, Jungs. Versteht ihr, was ich meine? Bruder, darf ich dir ein Kapitel ans Herz legen? Volles du sprichst recht, Bruder. Aber ich möchte dir Römer Kapitel 6, 7 und 8 ans Herz legen, ne? Also Römerbrief von Paulus, Kapitel 6, 7 und 8. Also nein, nicht jetzt direkt, Bruder, das würde zu den Rahmen sprengen. Jetzt, ich glaube, andere wollen ja auch noch reden. Sag mal Römer, ich nehme das gerne mit. Römer was? Kapitel was? Römer 6, Kapitel 6, da geht das um das neue Leben in Christus, Bruder. Ja, genau. Okay, weiter. Dann die Freiheit vom Gesetz, Kapitel 7 und das neue Leben im Geist, Kapitel 8. Das ist wunderschön, Bruder. Bin dabei. Volles Programm. Aber ich sag dir jetzt noch eins. Jetzt hör zu. Heutzutage sind wir die laufenden Bücher, Bruder. Glaub mir. Ich sag jetzt, soll ich natürlich, das sagt der Paulus auch. Das steht im Korinther. Ich sag dir noch weiter, Bruder. Jeder von uns ist ein lebendiger Brief Christi, Bruder. Ich liebe die Bibel. Ich liebe die Worte Gottes da drin. Aber hör mir bitte genau zu. Ich sage jetzt nochmal, damit ihr nicht falsch versteht. Es gibt nur einen Weg zum Vater und das ist das Wort Gottes. Wort Gottes ist für mich Jesus Christus. Er steht im Johannes 1. Aber da will ich jetzt nicht streiten. Hör zu. Ich will diese Streiterei nicht. Der Geist fließt jetzt. Du wirst sehen, es werden so viele Zeugnisse zu euch kommen, dass heute Gott Jesus berührt hat. Glaub mir, es werden so viele Zeugnisse zu euch kommen. Weißt du warum? Ich bete den Allmächtigen mit euch. Wenn er sagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt bin, dann bin ich mitten unter euch. Oder wenn zwei sich versammeln und mich um Jesus Christus, seinen Namen, etwas bitten, werde ich euch geben. Weißt du, was ihr machen sollt? Amen. Jesus, bitte. Bitte von ganzem Herzen, berühre jeden Zuschauer jetzt, jeden, der hier ist. Amen, Bruder, du sprichst recht. In deinem Geist einfach berühre den, damit wir keine Labersäcke sind, weißt du, damit wir nicht nur von ihm erzählen, sondern damit die Leute den einfach kennenlernen. Das ist mein Wort. Ich segne euch in Jesu Namen segne euch alle. Betet für mich. Ich habe einen harten Weg jetzt, wo ich hingehe. Ich gehe. Wir beten auch für dich, Bruder, wenn du uns deinen Namen gleich noch sagst. Ich heiße Dennis Baron. Seid gesegnet. Betet für mich. Ich bin euch dankbar. Gottes Segen. Hör mal zu. Und ich bitte euch, ihr müsst mich dann, die Leute rufen mich an, danach nach eurem Stream und fragen, wie, was, wo. Ich habe keinen Bock da drauf. Ja? Hör mal, ich will es nicht. Ich bin kein Seelsorger. Ich bin nicht der Typ. Ich bin einfach der Prediger. Ich komme ab und zu mal rein. Wenn der Herr mich führt, ich bete den Herrn an, damit der Herr berührt. Mehr will ich nicht. Wenn du Jesus kennengelernt hast, ist vorbei. Du brauchst nichts mehr. Der Herr wird dich schon leiten. Glaub mir. Der wird dich in die Gemeinde leiten. Der wird dich zu Brüdern leiten. Der wird dich dahin leiten, das ist ein Prozess vom Sterben. Ja, Bruder, und apropos Gemeinde, will ich dir auch einen Vers von der Bibel aus Hebräer 10, Vers 26 an Herz legen. Da steht drin geschrieben, dass wir unsere Gemeinde wieder besuchen sollen, Bruder. Bruder, kein Problem, Bruder. Ich sag nichts dagegen. Hör mir bitte zu. Du, damit du mich nicht falsch verstehst. In Liebe sage ich dir das, Bruder. Nein, das habe ich angenommen, Bruder. Ich bin so demütig, ich halte meine Klappe, hör mal zu. Wenn wir in die Gemeinde gehen, sollten wir nicht auf die Menschen achten, sondern nur auf Gott unsere Augen richten. Sollen gehen. Amen. 111%. Aber ich habe eine andere Aufgabe von dem Herrn. Bruder, du hast keine Ahnung, was ich jetzt gerade tue. Ich werde zum Präsidenten von Ukrainer Welt. Aber ich bitte dich, du kannst darüber, das hört sich jetzt verrückt an, aber Bruder, ich sag dir so, ich wollte das gar nicht aussprechen hier, ich will klein sein, ich will der Kleinste sein, hör mal zu, ich habe jetzt so einen Dienst von dem Herzen auferlegt bekommen, Jungs, ich bitte euch einfach für mich zu beten, um Schutz, um meine Familie, um alles, ich bitte euch, ja, ich bete für dich, Bruder. Ich beherrsche sieben Sprachen, nur für den Herrn. Bruder Dennis, lass uns da, Leute, alle, die ihr Geschwister seid, bitte nachher, wenn der Stream zu Ende ist, in eurem Kämmerlein, bitte für ihn und seinen Dienst beten. Nee, Punkt, Schluss, aus, nicht mehr verraten. Warte mal, Bruder, das ist klar. Genau. Aber danach, ich bitte euch danach, erstmal betet dafür zuerst das Gebot. Wir sollen unseren Herrn von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Bund, mit alles drum und dran, was wir haben, sollen wir lieben. Hör mal, das ist das erste Gebot, was wir verloren haben. Wir sollen wieder zu der ersten Liebe zurückkehren. Jungs, das ist jetzt in Liebe gesagt. Jungs, ohne irgendwelche diese Hochmut oder sowas. Ich will keinem was beibringen, um Gottes Willen. Bitte hört mir bitte zu. Ich würde euch allen die Hände, die Füße waschen, Jungs. Damit ihr mich nicht falsch versteht. Ich tue Buße jetzt. Der Herr macht mein Herz noch demütiger. Weißt du, ich weine jetzt mit euch. Hör mal, ich weine für jede Seele, die verloren geht. Hör zu, weißt du warum? Jesus, berühre bitte, ich bitte dich für meinen besten Freund, berühre jeden hier in diesem Stream. Weißt du, weil
Es geht um Leben und Tod. Viele verstehen es nicht. Zweites Tod wird ewig sein. Alter, brennen ewig. Weißt du was, das ist ewig? Junge, das ist, ihr habt keine Ahnung, was das ist, ja? Bruder, du redest die Wahrheit, Bruder, beruhig dich bitte. Weißt du, nein, das ist keine Beruhigung. Der Geist Gottes weint. Hör zu, der weint um seine Kinder. Weißt du, was ich meine? Du kannst. Er weint um seine Kinder, Bruder. Genau so ist das. Und der Herr segne bitte jedes Kind Gottes in diesem Land. Bitte. Amen, mach Bruder. Amen. Und jedes Kind jetzt einfach so richtig im Power des Heiligen Geistes, wie du in Apostelgeschichte geschrieben hast. Du hast gesagt, berührt euch nicht vom Fleck, bevor ihr die Kraft des Heiligen Geistes nicht erfährt, ja? Bitte, Leute, geht in euer Kämmerlein. Ich verspreche euch, wenn ihr 3 Tage in euren Kämmerlein seid, ja? Und den Herrn Jesus Christus anbetet, 3 Tage, ihr werdet sehen, was mit euch passiert. Einfach den Herrn, sprich mit keinem, betet einfach den Herrn an und sagt, Gott, ich habe gesündigt, ich habe Scheiße gebaut. Hör mal zu, der wartet nur drauf, der will einfach, der liebt euch, Mann. Der wartet wie der Vater mit dem verlorenen Sohn. Weißt du, wie oft ich verloren war? Weißt du, wie oft ich von Gott weggegangen bin? Aber du kannst nicht weggehen. In Paulus steht, Paulus hat geschrieben, nichts kann dich trennen, nicht die Sünde, nichts. Nichts kann mich von dem Herrn trennen. Es gibt nichts. Amen. Es kann mich einfach nichts mehr trennen, weil ich sein bin, ja. Und weißt du was? Jedes Mal laufe ich zurück wie ein kleines Kind und sage, Vater, vergib mir bitte. Deswegen, ich bitte jetzt jeden Christ, ich möchte euch ermutigen. Hör mal, wir haben den größten, den coolsten, den besten, den einzig wahren Gott, der uns seinen Sohn hingeschickt hat. Guck mal, was er für uns getan hat auf dem Kreuz, Alter. Was tun wir heute für ihn, ja? Jungs, was tun wir heute? Wir können doch niemals uns in Kämmerlein abschließen. Lass uns abschließen. Nicht reden, nicht labern. Schließt uns ab. Und der zweite Gebet, ich bitte euch, betet für meine Familie, für mich, für meine Gesundheit. Betet für meinen Dienst, ja. Wir machen das, Bruder. Und der Herr weiß um deine Verlangen, Bruder. Wenn ich ihn anrufe, Bruder, und ihm genau sage, dass ich für dich bitte, Bruder, er weiß alles, Bruder, genau. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und der Rest wird euch zu Füßen fallen. Matthäus 6, hör mal, ich habe die Bibel auswendig. Ich habe die Zeit knass gehabt, ich habe Theologie studiert, das. Aber das ist nur das Wissen. Damit, das ist nur Hilfsmittel. Aber die Beziehung kannst du mit nichts ersetzen, Bruder. Nein, und da kann ich dir auch ein Vers geben, Bruder. Im 1. Korinther Kapitel 13 steht, ab Vers 1, wenn ich in Sprachen der Menschen und Engel redete, aber keine Liebe, werde ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Genau, und wenn ich Weissagung hätte und Erkenntnis und alle Geheimnisse wüsste und einen Glauben so, dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nicht. Amen. Und wenn jetzt jemand wissen, von wo ich komme und so weiter, lass das. Der Geist atmet, wo er will, geht, wohin er will, macht, was er will. Weißt du, das bin ich nicht, Jungs. Der ist einfach hier reingekommen und sagt immer zu Kinder, ich liebe euch. Und ich bin niemand. Der kommt von überall. Genau, der kommt, wo der will. Er ist einfach jetzt reingekommen, so unerwartet. Weißt du, so eine Bombe. Wieder so eine Liebe. So kommt der Geist Gottes, auf wen er will. Und das bin ich nicht, hör zu. Das bin ich nicht, damit er mich nicht versteht. Das ist der. Deswegen hört auf mit diesen Briefen, die mir geschrieben wurden. Boah, wie gut gesprochen. Das ist alles Bullshit, hör zu. Das ist alles. Der hat gesprochen. Der liebt euch. Wendet euch zu dem, weil das Götzenanbetung ist, wenn er sagt, oh, was für Prediger. Jesus ist der König, Jungs. Jesus Christus ist allein der wahre König. Der Könige, der ist lebendig, der wartet auf euch im Kämmerlein. An eurer Stelle würde ich mich jetzt hier zack, zack, verpissen und schnell ins Kämmerlein. So, ich habe euch lieb, Jungs. Ich wasche eure Füße. Danke, Dennis, Bruder. Gottes Segen, Bruder. Bis bald. Gottes Segen, Bruder. Danke dem Herrn, Bruder. Danke dem Herrn, Bruder. Gottes Segen, Bruder. Ja, spannend, nett zu hören. Ja, genau. Sehr ermutigend. Und auch der Geist Gottes hat durch ihn gesprochen, Bruder. Auf jeden Fall, das hat man gemerkt. Wieder locker, Bruder. Was hast du jetzt noch vor, Bruder? Willst du Fitner machen, Bruder? Ja, also, ich denke, ich habe 9 Stunden, so, in dem Sinn. Ja, vielleicht mache ich da ein bisschen Fitner, da. Ja, Bruder, du weißt doch, manchmal wird man kurz müde, ne? Und danach isst man kurz was oder trinkt oder es kommt irgendein Gedanke und auf einmal kriegt man so einen Kraft, Bruder, man könnte locker noch 2-3 Tage durchmachen. Ja, das ist es so. Da ist es so. Da ist es so. Elhamdul Jesus. Bruder, jetzt kommt ein Dschihaden-Bruder rein. Wir segnen ihn in Jesu Namen und hören erstmal zu, was er sagt, der Bruder. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum alaikum.
Shalom, Gottes Segen. Shalom, Bruder, Shalom, Gottes Segen. وقاتلوهم وقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدورا قوما مؤمنين صدق الشيطان الرجيم. وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرة وما حرم الله ورسوله من أوتوا الكتاب حتى يعطون الجزية عن يد وحسابهم. Verflucht er uns? Jizya. Habe mich auch gefragt, habe Jizya verstanden nur. Was will er Jizya? Soll ich Jizya bezahlen jetzt oder was? Ach du meine Güte. هاجروا جاهدوا اذهبوا إلى بلاد الشام والعراق واعلنوا الدولة الإسلامية وارفعوا. Ich krieg vom Seitenstiche vom Lachen. Der Teufel sticht mir in meine Seite. Sei froh, dass der Teufel und nicht der Gefährte Mohammed dich küssen will. Dein Bauch küssen. Weiche von mir, Satan. Ich möchte. Du Übeltäter. Ich möchte euch etwas mitteilen. Gerne, Bruder. Gerne, Bruder. Die schwedische Botschaft ist so zerstört worden, weil. Was ist passiert? Vor einigen Tagen hat ein Iraker den Koran in Schweden verbrannt. Ein Iraker auch noch. Und ist Irak nicht muslimisch? Nein, es gibt, das ist eine Geschichte. Es gibt verschiedene Religionen im Irak. Teil, okay. Und viele Muslime sind auf die Straße gegangen, haben die schwedische Botschaft fast zerstört, mit Steine geworfen, schwedische Flagge in Brand gesetzt und so weiter und so fort. Ja. Ach du, meine Güte. Aber, liebe Muslime, wir lieben euch so sehr, aber das Buch, was verbrannt wurde, da steckt das Problem. Da steckt diese Ideologie, die euch zum Terror bringt, die euch zum Töten bringt, die euch andere Menschen zu töten. Bitte wacht auf und liest euer Buch. Von nix kommt nix. Genau. Das sagte mal ein weiser Mann. Nicht mal Gott. Wenn ich in der Bibel lese, dann steht geschrieben, ich soll meinen Nächsten lieben. Das bedeutet, ich liebe meinen Nächsten. Wenn es in der Bibel steht, ich muss meinen Nächsten töten, dann töte ich auch meinen Nächsten. Shalom und zusammen. Genau so ist das. Genau. Aber das Schöne ist, bei uns steht sowas nicht drin. Bei uns steht, wenn wir einen Menschen schon hassen, dass wir dann schon Mord in unseren Herzen, in unsere Gedanken schon begangen haben. Denn Hass ist die Wurzel des Mordes. Das heißt, sprich, man muss einen Menschen erstmal hassen, bevor man Mord begeht. Aber die meisten Menschen hassen, aber machen keinen Mord, weil sie scheinheilig im Herzen, also vor den anderen Menschen sind und weil sie Angst haben vor dem Staat, in dem sie leben. Aber wenn es keinen Staat und keine Polizei und keine Strafe geben würde, würden sie töten. Aus Hass, aus Habgier, aus Neid, aus Eifersucht, aus all so eine Sachen, die halt vom Bösen kommen. Genau. Hey, Leute, was war vor 10 Minuten bei euch? Meine Tochter hat mir gesagt, Vater, was ist? Bist du krank? Hast du irgendwo Schmerzen? Weil ich habe gesagt, also Leute, ich kenne dich nicht. Ich habe geweint bei dem Gespräch. Oder hat gesprochen vorher. Ja, also, Bruder. Unglaublich, Leute. Wie manche, er hat mich auch betrübt, ja. Sehr, ne? sehr kraftvolles Gespräch gewesen gerade. Und ich meine, nicht einzige bin ich, wo halt heute ein bisschen geweint bei dem. Also jeder, wo an Gott glaubt, also da. Hey. Der hat ernst gemeint, man hat das gemerkt. Leute, Gänsehaut, ja. Sag ich euch. Unglaublich. Meine Güte, ey. Ich meine, einiges habe ich nicht richtig verstanden, was er gesagt hat, weil er ein bisschen schnell war. Was er verstehen konnte, ist, er hatte sehr, sehr groß, er hat das alles verstanden. Ja. Der Herr hat ihm seine Augen geöffnet.
und ihm ein fleischernes Herz gegeben, so wie es geschrieben steht, Bruder. Und genau das, diese Erkenntnis und diese Liebe, die er ertragen hat, obwohl er ein gefallener Mensch war, der von Gott in die Hände aufgenommen worden ist, das hat ihn halt so ergriffen und genau, sein Zeugnis wird viele Menschen zum Umdenken bringen. Was für Lehre ist für die Leute, wo sagen, für mich ist schon keine Rettung. Da sollen sie heute hören. Weißt du, viele sagen, nein, für mich ist schon keine Rettung. Nein, Leute, egal wann, ist immer Rettung dabei.